Mitglieder, liebe Gäste, im Namen des Vorstands des Bundesverbandes Musikindustrie begrüße ich euch hier ganz herzlich und werde nur ganz kurz mal hier den Master of Ceremonies geben, um euch abzuholen, was euch erwartet. Bei der 7. Edition haben wir dieses Jahr gewählt das Thema Europawahl. Wo stehen wir vor den Europawahlen? Das ist das, was uns alle aktuell umtreibt. Wir haben einen kompakten Vormittag gewählt, wo ihr alle dann um 1, halb 2 wieder in euren normalen Rhythmus eintauchen könnt. Die Eröffnungsrede von Senator Broster, danach unser Kollege John Nolan von IFPI, der uns die europäischen Zahlen präsentieren wird in einem Überblick und dann in einem etwas deeper dive angelegten Prozess. Dann ein erstes Panel, die Teilnehmer sind schon vorne mit den Namensschildern angekündigt, wo wir uns mit dem gesetzgeberischen Prozess der Urheberrechtsreform auf EU-Ebene auseinandersetzen werden. Danach ein kreativwirtschaftlicher Policy Pitch, wo wir uns über die Europawahlen und das Programm für Europa unterhalten werden. Und schließlich, darauf freuen wir uns auch ganz besonders, Staatssekretär Hirte aus dem Wirtschaftsministerium, der eine Closing Keynote halten wird, die er deshalb am Ende hält, weil er es sonst nicht möglich machen könnte. Er will aber, das hat er ausdrücklich gesagt, er will unbedingt zu uns sprechen. Und insofern haben wir das Programm genau so arrangiert. Um 13 Uhr. Unten dann der Empfang und das Get-Together für die, die wollen, dann der Workshop zum Thema GVL. Wir haben im Vorfeld hier viele Diskussionen gehabt und gemerkt, es wäre gut, wenn die GVL sich hier auch wieder zeigt, wie in der Vergangenheit, und sie unterstützt uns heute ja auch wieder dafür. Großer Dank. Und insofern würde ich sagen, wir steigen ein in den anregenden Vormittag und ich übergebe das Wort an den Senator der Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Carsten Broster. Ja, vielen lieben Dank, Florian. Das ist ja schon bemerkenswert. Jetzt erst ist 10.30 Uhr, das heißt, jetzt soll die Konferenz anfangen. Dass das mal vorfristig klappt, habe ich in der Musik selten erlebt. Also ich habe auch gerne mal 1,5 Stunden auf ein Konzert gewartet, bevor es anfing. Aber es ist wunderbar. Ich freue mich heute, hier zu sein und sagen auch die Gelegenheit zu haben, ein paar Worte zu Anfang der Konferenz an euch richten zu können. Ich will ein bisschen grundsätzlicher einsteigen, komme aber nachher noch sagen, zu den Themen, um die ich auch gebeten worden bin, natürlich sagen, Hamburg zu loben und zu preisen und zu erklären, warum wir das super machen. Das fällt mir leicht, das mache ich hinterher auch noch. Will aber 2, 3 Gedanken vorher teilen, die mir auch wesentlich und wichtig scheinen. Und die haben was damit zu tun, dass wir ein paar sehr aufgeregte Debatten in den letzten Wochen, wenn nicht gar Monaten, hinter uns gehabt haben, die vorwiegend in Brüssel, aber bei weitem nicht nur in Brüssel, sondern überall in Deutschland geführt worden sind. In Deutschland allerdings insbesondere, keineswegs in allen anderen europäischen Ländern in gleicher Art und Weise. Darüber lohnt auch mal nachzudenken. Aber man muss sich vielleicht einmal angucken, was das für Debatten sind, die wir da miteinander geführt haben. Und diese Debatten haben auch etwas damit zu tun, wie wir heute Demokratie begreifen und wie wir mit unseren demokratischen Diskussionen umgehen. Und Demokratie heißt, dass wir unterschiedliche Interessen zum Ausgleich bringen können und dass wir das auch schaffen, dass wir diesen Ausgleich auch tatsächlich herstellen können. Und sie heißen damit auch, dass wir ausgleichende und regulierende Gesetzgebungen schaffen können, um widerstreitende Grundrechte miteinander in Einklang zu bringen. Und das ist eine Diskussion, die wir ganz intensiv hatten, beispielsweise Meinungsfreiheit versus Urheberrechte auf der anderen Seite, damit auch Möglichkeiten der künstlerischen Freiheit und der Eigentumsrechte Ausdruck zu verleihen. Das ist ein ganz klassischer Abwägungskonflikt, den wir an der Stelle miteinander zu lösen haben. Das gelingt in einer Demokratie aber nur dann, wenn ich das nicht nur rein in so einen Rechtsapparat hineinkippe und glaube, da kommt eine Regulierung auf der anderen Seite wieder raus, sondern wenn es auch gelingt, Fähigkeiten zum Kompromiss und Fähigkeiten zu einer vernünftigen, sagen wir mal, resonierenden Debattenkultur auch entwickeln zu können. Und wenn ich mir so angucke, was da so in den letzten Wochen los war, habe ich meine Zweifel, ob wir da die besten Haltungsnoten als Demokratie miteinander bekommen haben. Es gibt ein lesenswertes Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, das stammt von zwei Harvard-Politologen Stephen Levitsky und David Ziblatt und hat den schönen Titel How Democracies Die, wie Demokratien sterben auf Deutsch. Und Ziblatt und Levitsky beschreiben in diesem Buch, neben vielen anderen Aspekten, sie beschäftigen sich natürlich ausgerechnet mit der Frage, wie konnte eigentlich Donald Trump in den USA passieren, beschreiben aber zwei Dinge, die sie Guardrails of Democracy nennen. Also sagen wir mal, will die Leitplanken, zwischen denen eine Demokratie funktionieren kann. Und eine dieser beiden Guardrails hat was damit zu tun, dass sie sagen, Demokratien funktionieren nur dann, wenn man den jeweils anderen in seiner jeweiligen Position auch anerkennt.
selbst wenn man nicht der gleichen Meinung ist. Also das, was wir in Deutschland mit dem berühmten Rosa-Luxemburg-Zitat mal hatten, das ist schon was Wesentliches. Und auch da müssen wir uns fragen, ob uns das durchgängig gelungen ist, in den Diskussionen rund um die heute vor zwei Wochen in der Urheberrechtsdebatte dann erfolgte Entscheidung des EU-Parlaments, diese wechselseitige Anerkennung hinzubekommen. Ich glaube, wir haben eine überaus hitzig geführte öffentliche Debatte dazu erlebt, geprägt von Diskreditierung, Diffamierung, Anfeindung und Verleumdung, von denen ich gedacht habe, die gehören eigentlich nicht zu einer demokratischen Debatte. Der Öffentlichkeit wurde im Zuge dieser Debatten ein Bild der Auseinandersetzung skizziert, das, glaube ich, der Komplexität des Themas, aber eigentlich auch der Einfachheit des Themas nicht gerecht worden ist in beiden Dimensionen. Wenn man sich das mal so anguckt, was da so war, dann gab es auf der einen Seite junge Digital Natives, die den völligen Freiheitsverlust und den Zusammenbruch des Internets, so wie sie es kennen, befürwortet haben, also sozusagen befürchtet haben, und die alte weiße Männer dafür kritisiert haben, sich an der Vergangenheit festzuklammern und ein vordigitalzeitliches Weltbild sozusagen retten zu wollen. Und auf der anderen Seite, zunehmend mit nicht weniger Werbe vorgetragen, gab es diejenigen, die gesagt haben, das andere sind alles sozusagen tech-gesteuerte Bots durch die großen Plattformen der USA, die sozusagen im Prinzip wie Piraten sozusagen agieren, aber eigentlich die vollständige Vermarktung durch globale Plattformen durchsetzen wollen. Beides stimmt wahrscheinlich in dieser Zuspitzung nicht. Und ich glaube, es lohnt, und es lohnt auch bei künftigen Debatten, und wir führen die Debatte in Deutschland ja nochmal, weil das ja nur eine Richtlinie ist, die wir noch in ein Gesetz übersetzen müssen, wenn wir beim nächsten Mal uns bemühen, die Bedenken wechselseitig ernst zu nehmen, auch um sie entkräften zu können. Weil ich sie nur dann entkräften kann, wenn ich in die Diskussion reingehe. Das funktioniert aber nur, wenn beide Seiten es wollen. Und ich verstehe schon, dass man unter denen, die in diesem Saal sitzen, zwischenzeitlich den Eindruck haben konnte, dass das mit der Diskussion von der anderen Seite nicht in gleicher Art und Weise gewollt ist. Versuchen muss man es dennoch. Und das sage ich auch als Politiker, weil wir dazwischen stehen und sozusagen auch keine bequeme Position an der Stelle haben. Wir haben die besondere Situation noch gehabt, dass die sozialen Medien wie ein Brandbeschleuniger, wenn man mal sagen will, noch dazwischen gegangen sind und diese Diskussion so richtig zum Entgleisen gebracht haben. Aber es ist eine grundsätzliche Diskussion. Es ist eine Diskussion, die wir führen müssen und von der ich auch froh bin, dass wir sie führen und dass wir sie auch weiterführen werden. Denn die Frage, welche Regeln eigentlich im Digitalen gelten, müssen wir miteinander klären und wir müssen sie auf einer sachlichen Grundlage klären. Und dabei ist für mich zumindest klar, dass Urheberrechte nur dann etwas wert sind, wenn sie nicht nur abstrakt in Gesetzen stehen, sondern wenn sie auch konkret durch- und umsetzbar sind. Und das ist etwas, was wir schaffen müssen und dafür brauchen wir die Regelung, die das ermöglichen, dass auch auf Urheberrechten künftig Geschäftsmodelle gebaut werden können. Sonst funktioniert das nämlich nicht, sonst ist sie Theorie. Wir brauchen sie aber in der Praxis, wenn sie eine Grundlage für eine kreativwirtschaftliche Nutzung sein wollen. Ich bin auch davon überzeugt, dass das Ende der Meinungsfreiheit noch lange nicht in Sicht ist, nur weil man künftig Nutzungsverträge abschließen muss mit Urhebern oder deren Leistungsverwertern. Das sozusagen sind auch zwei Paar Schuhe. Aber wir werden darauf zu achten haben, welche technischen Lösungen denn am Ende dafür gewählt werden, um sich sicherzustellen gegen die Fälle, die nicht durch einen solchen Vertrag abzuschließen sind. Das werden wir miteinander hinbekommen müssen. Das halte ich aber auch für möglich, dass man das miteinander schafft. Die Diskussion, die wir da führen, vollzieht sich eigentlich aber vor einem größeren Panorama und zeigt auch, vor welcher Aufgabe Europa an dieser Stelle steht. Denn Europa muss sich in den kommenden Monaten und Jahren damit auseinandersetzen, seinen eigenen Weg in der Digitalisierung und durch die Digitalisierung hindurch finden zu müssen. Wir haben auf der einen Seite einen ganz stark, wenn man so will, profitorientiert kapitalistisch getriebenen Weg des sagen fröhlichen technologischen Fortschrittoptimismus, der aus dem Silicon Valley kommt. Der lautet, alles, was ein Computer machen kann, wird ein Computer machen, Klammer auf, und es wird dadurch besser, Klammer zu. Und wir werden damit ganz reich, nochmal Klammer zu. Und auf der anderen Seite haben wir einen sagen stark staatszentriert getriebenen Pfad des Digitalisierens, den wir hier in Europa und Deutschland noch gar nicht in gleicher Art und Weise im Blick haben, der aber von China ausgetrieben wird und der ein völlig anderes Bild des technologischen und digitalen Fortschritts zeichnet, indem der Staat bis hin zum Aufbau von Belohnungssystemen durch das Sammeln von Daten über seine Bürgerinnen und Bürger Gratifikationsmuster ausspielen kann und dort auf eine andere Art seine Bürger an die Kette legt. Das eine, wenn Sie so wollen, die schöne neue Welt, und das andere, wenn Sie so wollen, 1984. Beides aber am Ende Dystopien, in denen wir nicht leben wollen. Und die Frage, vor der Europa schon steht, ist, kriegen wir es gemeinsam miteinander hin, eine Digitalisierung und einen Digitalisierungspfad zu beschreiben für alle Aspekte unseres gesellschaftlichen Lebens, auch für die Kreativwirtschaft, der gesellschaftsgetrieben ist und der geprägt ist davon, dass wir die Fähigkeit des Ausgleichs zwischen den verschiedenen Interessen auch hinbekommt und the greater good,
wenn wir so wollen, auch umsetzbar und realisierbar macht. Das ist ein Thema, vor dem steht Europa, und um das kümmern sich auch ganz viele in Europa. Und es lohnt, in diese Debatte mit einzusteigen, weil es Alternativen nur dann gäbe, wenn wir uns entschieden, uns dem einen oder dem anderen Technologiepfad anzuschließen. Und beides halte ich für keine erstrebenswerte europäische Lösung. Insofern stehen wir auch da vor der Aufgabe, das miteinander hinzubekommen, sozusagen eine Gesellschaft, die die Leistung des Einzelnen würdigt, aber gleichzeitig das Gemeinwohl im Blick zu haben und das auch bei der Digitalisierung zu einem Thema zu machen. Für die Musikwirtschaft ist die von der Europäischen Union beschlossene Urheberrechtsreform zweifellos von zentraler Bedeutung, ein, wenn nicht sogar der Meilenstein innerhalb eines intensiven Prozesses, der uns seit Jahren beschäftigt, in dem es immer darum ging, wie schaffen wir es, den sogenannten Value Gap, wenn nicht zu beseitigen, so doch mindestens zu schließen, der darauf hinweist, dass zwischen den Investitionen in ein künstlerisches Produkt und den Erlösen, die man daraus erzielen kann, ein gewisses wachsendes Ungleichverhältnis und eine Ungleichverteilung der Investitionen und der Erlöse sich dort entwickelt hat. Das zeigt auch das Programm der heutigen Kulturkonferenz. Da ist die Urheberrechtsreform vielfach Gegenstand und wird auch, glaube ich, einer der unterliegenden sozusagen Themenstränge sein. Der BVMI hat genauso wie der VUT, die GEMA und die GVL die Entscheidung in Straßburg einhellig begrüßt und gesagt, dass hier ein Grundstein für ein zeitgemäßes Urheberrecht gelegt wird, das der europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft zu nutzen sein kann und dass hier ein Ausgleich geschaffen worden ist zwischen den Plattformen, den Nutzerinnen und Nutzern und den Kreativen. Auch das so eine Formulierung, ehrlicherweise, die ich bald nicht mehr lesen oder sprechen kann, weil das ist, was wir in der Politik immer, wenn wir übers Urheberrecht kommen, als einzigen Satz aufgeschrieben bekommen haben in den letzten Jahren, um das auch mal zu sagen. Es ist immer genau dieser Satz, wir wollen ein zeitgemäßes Urheberrecht, das die Interessen von zum Ausgleich bringt. Und dann haben wir nie gesagt, wie das geht. Sondern da sind wir immer stehen geblieben, weil wir genau wussten, wenn wir jetzt sagen würden, wie das geht, geraten wir in Konflikt mit den Glaubensbekenntnissen auf beiden Seiten, die auf beiden Seiten sehr absolut vorgetragen worden sind. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, auf die ich keine Lust mehr habe, weil ich nicht mehr möchte, dass wir zwischen zwei absolutistischen Glaubensbekenntnissen eingemauert werden, sondern wir haben jetzt die Chance, uns davon wegzubewegen und zu gucken, was klappt denn, was funktioniert denn, was ist denn pragmatisch umsetzbar. Und dafür bietet die Grundlage die Entscheidung, die in Straßburg vor zwei Wochen getroffen worden ist und die wir jetzt in nationales Recht übersetzen müssen. Aber das muss uns gelingen. Es muss uns gelingen, hinter diesen Satz zu kommen. Also ich habe das im Koalitionsvertrag, ich glaube, da steht im Koalitionsvertrag der Großen Koalition dreimal an verschiedenen Stellen. Einmal steht noch und keine Upload-Filter dahinter. Das ist dann die Konkretisierung, der wir uns ja, glaube ich, auch alle anschließen, weil wir sagen, Upload-Filter ist nicht die vernünftige Entscheidung, die wir da haben müssen. Aber das ist schon sozusagen etwas, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Davon muss man sich aber auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und ich meine, Künstlerinnen und Künstler und Menschen, die in der Kreativindustrie unterwegs sind, haben durchaus eine Erfahrung, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern wissen schon, wie sie mit Widerständen umgehen können und wie sie auch damit umgehen können, dass zwischenzeitlich mal eine etwas schwierige Strecke vor einem liegt, durch die man dann hindurchkommt. Und die Musikwirtschaft ist dafür sicherlich das beste Beispiel. Wenn man die aktuellen Zahlen, von denen wir ja nachher noch viel mehr hören werden, feststellen, dann sehen wir, sagen, dass man sich in einem konsolidierenden Markt bewegt, in dem es neue Erlöspotenziale gibt, die jetzt auch entschieden hoffentlich genutzt werden, weil es ganz entscheidend ist, dass es uns gelingen muss, hier auch dauerhaft Wertschöpfungsmodelle zu erhalten und neue zu entwickeln. Das übrigens vielleicht als letzten Gedanken zu dieser allgemeinen Frage, was passiert da eigentlich gerade? Wir müssen verdammt aufpassen politisch, dass wir nicht in eine Situation hineingeraten, in der wir auf der einen Seite eine Kulturpolitik haben, die auch aufgrund ihrer Ressortzuschnitte sich ausschließlich um die Künstlerinnen und Künstler kümmert und auf der anderen Seite eine Wirtschafts- und Technologiepolitik, die sich ausschließlich, weil sie begeistert ist, um die sozusagen Erlösmodelle internationaler digitaler Plattformen kümmert. Und das, was wir dazwischen liegen haben, als kreativwirtschaftlich häufig mittelständisch organisierte Industrie und Betriebe und Unternehmensstruktur in allen Branchen, das betrifft keineswegs nur die Musik, es betrifft die Literaturwirtschaft in gleicher Art und Weise, wenn ich mir die Verlage dort angucke, es betrifft sagen andere Bereiche genauso, dass uns die zwischendurch rutschen, weil sich für die keiner zuständig fühlt. Und das ist teilweise so. In den Ländern sind teilweise die Kulturressorts nur zuständig für die Künstler. Also um das mal auf die Literaturbranche zu übertragen, die dürfen mit den Schriftstellern sprechen, mit den Verlegern allerdings sprechen dann die Wirtschaftsressorts, die aber auch mit den Tech-Unternehmen sprechen, die sie natürlich deutlich spannender finden, weil die irgendwie wachsen, Arbeitsplätze bringen und hip und modern sind, während die anderen sagen, gib mir mal irgendeine Regulierung, auf deren Grundlage ich klarkommen kann. Und sozusagen dieser Zwischenstrang, der sagen boshaft häufig Verwerter genannten, aber diejenigen, die eigentlich die Vielfaltsgaranten auch in einem ökonomischen Sinne innerhalb unserer Kreativwirtschaft sind, die rutscht, wenn wir nicht aufpassen, in diesen Diskussionen zwischen die Stühle.
Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Da ist Hamburg in der glücklichen Situation, dass meine Behörde nicht nur Kulturbehörde ist, sondern auch Medienbehörde ist und dass wir als Kultur auch die Kreativwirtschaft bei uns dazuzählen im Ressort. Das heißt, wir machen die Kreativwirtschaft mit. Ich darf also mit Bernd Dopp genauso reden wie mit seinen Musikern. Das finde ich ausdrücklich gut. Das ist aber nicht selbstverständlich, dass das so organisiert ist. Ist aber notwendig, wenn wir begreifen wollen, dass wir nicht nur fördern, sondern dass wir auch Wirtschaftspolitik als Ordnungspolitik betreiben müssen. Und dass wir auch das mit im Blick haben müssen, weil die Grenzen da häufig fließend sind, wenn wir die Grundlagen von Kulturproduktion sichern wollen, was das übergreifende und übergeordnete Ziel dabei ist. Das ist mir schon sehr wesentlich, weil da der für mich eigentliche Stein des Anstoßes in den Debatten der letzten Wochen und Monate gelegen ist, dass man versucht hat, diejenigen, die über Jahrzehnte hinweg die Vielfalt von Kulturproduktion im Land eigentlich aufrechterhalten und ermöglicht haben, dass man versucht, die nachhaltig zu diskreditieren. Und das gelingt, das darf nicht gelingen, vor allem, weil mir noch keiner plausibel hat erklären können, warum es dem Musiker künftig besser geht, wenn er direkt mit dem Algorithmus verhandelt. Aber das setzt dann auch ein Branchenselbstbewusstsein voraus, indem man auch sagt, wir wollen auch diese Vielfaltsgarantenfunktion dauerhaft einnehmen, und zwar in allen Bereichen, die die klassische Musikwirtschaft dort zu bieten hat. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher gemeinsamer Punkt ist. Ich sollte ein bisschen Hamburg loben, ist mir aufgetragen worden. Das sei das, warum ich eigentlich hier bin. Das mache ich natürlich ausdrücklich gerne. Ein bisschen, was habe ich schon gesagt? Ich glaube, das Zusammendenken von Kultur und Wirtschaft ist schon etwas, was den Hamburgern immanent ist. Auch wenn man so zurückguckt auf die Geschichte Hamburgs, dann könnte ich Ihnen jetzt erzählen, dass wir 1678 die erste von Bürgern geschaffene Oper in Europa errichtet haben, dass bei uns sozusagen Komponisten wie Bach, Brahms, bis heute Ligeti oder auch Telemann gewirkt haben, dass Telemann übrigens für diejenigen, die aus dem Bereich Live hier sind, derjenige war, der in Europa nicht nur auf die Idee gekommen ist, dass man Musik auf Notenblättern im Abo verkaufen kann, und zwar über ganz Europa, und damit ist er reich geworden, sondern ist auch noch auf die Idee gekommen, dass man Konzerte gegen Eintritt veranstalten könnte. Bisher davor gab es nämlich Konzerte nur in Kirchen oder bei Hofe. Die Idee, ach, das machen wir den reichen Bürgern mal, den Pfeffersäcken verkaufen wir mal etwas Kulturangebot, das hat funktioniert. Der Mann ist über 80 geworden, das spricht dafür, dass er sich gute Ärzte leisten konnte, das spricht dafür, dass er reich geworden ist. Also wir finden Kreativität und Kaufmannsgeist sind eine Sache, die ganz schön zusammenpassen in Hamburg, machen das auch gerne weiter. Ich könnte jetzt berichten von den Beatles, der Hamburger Szene um Udo Lindenberg und die Hamburger Schule, die Hip-Hop-Szene und was, das wissen Sie aber alles. Ich glaube, entscheidender sind ein paar Aspekte, die wir in der Jetztzeit haben. Das eine ist die Entwicklung rund um die Eröffnung der Elbphilharmonie. Das ist schon etwas, das bedeutsam ist. 2 Millionen Besucherinnen und Besucher in Konzerten, fast 10 Millionen im Gebäude. Eine Verdreifachung der Zahl der Besucherinnen und Besucher klassischer Konzerte pro Jahr in der Stadt. Und das, obwohl man vorher die Sorge hatte, dass das nur eine Umverteilung gibt. Das heißt, wir sehen, wenn ein Angebot stimmt, ist auch der Markt eroberbar und Leute geben auch bereitwillig mehr Geld dafür aus und nutzen das auch und nehmen solche Angebote in Anspruch, weil wir die Umverteilung tatsächlich nicht sehen auf dem Markt. Viel entscheidender für die Stadt aber ist noch, dass eine veränderte Wahrnehmung damit einhergegangen ist. Das heißt, Hamburg wird selbstverständlicher, sowohl von seinen Bürgerinnen und Bürgern als auch in der Außenwahrnehmung, mit Kultur und kulturellen Angeboten assoziiert. Und zwar nicht nur im Standortmarketing-Sinne, sondern tatsächlich in einem inhaltlichen Sinne. Und da steckt eine große Chance drin, die wir jetzt aber auch gemeinsam nutzen müssen, wenn es uns gelingen soll, diese Aufmerksamkeit, die auf dieses Gebäude, auf diesen Konzertsaal fällt, so zu brechen, dass sie auch den Rest der kulturellen Szene der Stadt erreicht. Ich glaube, dass das was ganz Wichtiges und Wesentliches ist, dass die Leute nicht mehr nur sagen, ich komme wegen des Hafens nach Hamburg, sondern tatsächlich auch, ich komme wegen eines kulturellen Angebots nach Hamburg. Und unser Ziel ist natürlich, dass sie, wenn sie dann schon mal da sind, auch entdecken, dass es eine lebendige Clubszene gibt, dass es eine großartige Live-Szene gibt, dass wir sagen, viele tolle Angebote auch in den Bereichen bildende Kunst, Theater und haben. Das wird schon ein ganz entscheidender Punkt sein, den wir miteinander bewältigen müssen. Und das heißt natürlich für uns als Stadt, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie sichern wir diese Infrastrukturen in der Stadt. Deswegen haben wir parallel mit der Drucksache, mit der wir den Spielbetrieb der Elbphilharmonie finanziert haben, einen Musikstadtfonds aufgelegt, mit dem wir jährlich mit einer spartenübergreifenden Jury Musikprojekte fördern. Von Jazz bis neuer klassischer Musik, um einfach sicher zu gehen, dass auch neue kreative Produktion entsteht in den Bereichen, wo Marktgängigkeit unter Umständen noch nicht da ist. Deswegen haben wir, sagen, was den gesamten Bereich der sagen, Live-Musik angeht, mit dem Live-Concert-Account, dem Club-Award und der Club-Stiftung Möglichkeiten geschaffen, mit denen wir auch dort kleinere Spielstätten dabei unterstützen, durchzukommen, weil das ja häufig Geschäftsmodelle sind,
wo Sie schon Schwierigkeiten haben, Ihrem Finanzamt klarzumachen, dass das ein Geschäftsmodell ist, das Sie ernsthaft als Geschäftszweck betreiben und das nicht nur Liebhaberei ist, wenn Sie sich mal angucken, was tatsächlich bis zu einer bestimmten Clubgröße an tatsächlichen Möglichkeiten des Erlöses dort noch gelingen kann. Gleichzeitig wissen wir alle, wir brauchen diese Spielstätten, wenn wir wollen, dass Künstlerinnen und Künstler anfangen und sich sozusagen entwickeln können, müssen die sich irgendwo ausprobieren. Dafür braucht es auch die Live-Auftrittsgelegenheiten. Da können wir ein bisschen als Staat beihelfen. Ich glaube, da liegt aber auch noch eine Verantwortung für die Gesamtbranche zu gucken, wie kriegt man das miteinander hin, weil an anderen Stellen im Live-Bereich ja durchaus Geld verdient wird. Insofern muss man auch gucken, wie man das vielleicht schafft. Wir haben mit dem Reeperbahn-Festival das jetzt Eulen nach Athen tragen hier im Saal, aber die Branchenleitveranstaltung mittlerweile in Europa, würde ich sagen, dafür definitiv in Deutschland. Was das angeht, freue mich auch ausdrücklich, dass der Bund das mittlerweile auch so sieht und fördert und sagen auch diese Förderung bewusst in der Kommunikation in einer Analogie setzt zu der Förderung der Berlinale für die Filmwirtschaft und der Frankfurter Buchmesse für den Literaturbetrieb, zu sagen, das dritte internationale Aushängeschild, in diesem Fall für die Musikwirtschaft, ist das Reeperbahn-Festival in seiner Kombination vom Publikumsfestival einerseits und Fachbesuchermesse andererseits. Da liegt einiges am Potenzial, was man sicherlich in den nächsten Jahren auch noch weiterheben kann, vor allen Dingen, was die internationale Vernetzung angeht, die Sichtbarkeit dieser Brand und damit des Musikstandorts Deutschland auch international an anderen Orten und in anderen Musikwirtschaftsszenen. Ich glaube, dass das etwas ist, woran wir gut tun, das in den letzten Jahren so konzentriert und intensiv gefördert und aufgebaut zu haben. Aber das geht auch nur, wenn man weiter dabei bleibt. Und wir haben Nutzen, das wird der ein oder andere hier im Saal auch kennen, regelmäßig den Auftakt, um bei einem Musikdialog gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus der Musikwirtschaft darüber zu reden, wo drückt gerade der Schuh, wo können wir helfen, wo müssen wir klüger werden in der Regulierung, weil die Länder natürlich in ihrer Kulturhoheit da durchaus das eine oder andere auch zu tun haben. Wenn wir diese Mischung ernst nehmen, dass es einerseits Wirtschaftspolitik ist, aber auch Kulturpolitik und sich wechselseitig dort miteinander auch verschränkt. Wir haben eine ganze Vielzahl von Akteuren, die auf dem Platz vor Ort unterwegs sind. Rock City ist ein Beispiel, mit denen wir ganz konkret auch darüber reden, welche Bedarfe haben Musikerinnen und Musiker, um klarzukommen, weil das auch entscheidend ist. Und natürlich haben wir, wie jede andere große Stadt, das übergreifende Thema, wie gehen wir eigentlich damit um, dass Räume für Musik künftig erhalten bleiben müssen, für das, was wir Nachtökonomie nennen, wenn die Städte dichter werden, Wohnraum und Kulturnutzung immer enger aneinander rücken. Und diejenigen, die, um mal jetzt ein unverfängliches Berliner Beispiel zu wählen, vor 20 Jahren in den Prenzlauer Berg gezogen sind, weil der Club im Hinterhof war, heute finden, da wäre jetzt aber eine Bio-Company viel besser aufgehoben, weil die nicht stören würde, wenn die Kinder schlafen wollen und man so lange mit den Kindern wach ist. Das heißt, wir haben schon innerhalb eigener Biografien, auch ohne neuerliche Gentrifizierung, schon einen veränderten Blick auf einen innerstädtischen Kiez. Man muss aber akzeptieren, dass man in einer Stadt lebt. Und wird es nicht schaffen, sich seine westfälische oder süddeutsche Kleinstadt inmitten im Herzen einer Metropole nochmal nachbauen zu können. Das setzt auch wieder das voraus, was ich am Anfang mal genannt habe, dass sich wechselseitig in seinen Interessen anerkennen. Auch das hat was damit zu tun. Ich lebe in einem hochverdichteten Raum, weil ich in einem hochverdichteten Raum leben möchte. Wenn ich dort aber lebe und die Annehmlichkeiten habe, hat das auch bestimmte Preise, die was mit Lärm zu tun haben, der dazugehört und der auch was mit einer kreativen Metropole zu tun hat. Ein Thema, das wir, glaube ich, in allen großen Städten haben, in Hamburg aber sagen durchaus auch. Da helfen wir immer wieder regelmäßig mit Sanierungsmitteln, die wir den Clubs und denen wir Probenräumen geben können, um zu gucken, dass das noch nebeneinander immer wieder funktionieren kann. Aber das muss auch weitergehen. Dabei darf man nicht nachlassen. Das ist eine Sache, wo Staat und Stadt als Ordnungsgeber durchaus bei helfen können. Das Ganze machen wir, das habe ich eingangs kurz erwähnt, nicht weil wir sagen, Musik ist so ein abgeleiteter Standortfaktor. Das ist ja gerne mal über Jahrzehnte die Nummer gewesen, dass wir gesagt haben, man muss als Stadt in Kultur investieren, weil das dabei hilft, Fachkräfte anzuziehen. Und zwar nicht für die Kultur, da ging es immer darum, dass man sagt, dann haben die eine Möglichkeit für ihren Ehepartner oder ihre Ehepartnerin in der Freizeit zu sagen, Schatz, komm doch mit, da kann man noch sonst toll was machen. Das war immer so ein bisschen der merkwürdige Kurzschluss in der Kulturförderpolitik in vielen Kommunen. Führt aber nur dazu, dass wenn diese Rechnung nicht aufgeht, sie echte Schwierigkeiten haben, ihren Stadtkämmerer oder in meinem Fall den Finanzsenator davon zu überzeugen, dass es trotzdem sinnvoll ist, in kulturelle und kreativwirtschaftliche Zusammenhänge zu investieren. Ist es aber. Und zwar aus mehrerlei Gründen. Einmal, weil Kulturproduktion Sinnproduktion ist. Und wenn wir irgendwas ganz dringend in unserer Gesellschaft heutzutage brauchen, dann ist das sich beschäftigen mit Sinn.
weil ganz viel Unsinn gerade produziert wird und wir ganz viele grundsätzliche Fragen auf der Tagesordnung haben, bis hin zu einer Partei, die jetzt im Deutschen Bundestag sitzt und in den meisten Landtagen, die es sehr bewusst sich zum Gegenstand gemacht hat, kulturpolitisch gegen die Vielfalt in unserem Land zu agitieren. Und auch das hat seine kulturpolitische und kulturfördernde Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich das nicht durchsetzt. Und ich bin all denen dankbar, die hinter Initiativen wie der Erklärung der Vielen und anderer Instrumente stecken, mit denen wir sagen, das machen wir als Kulturschaffende, als Kreative nicht mit, sondern wir stellen uns dagegen und bekennen uns zu einer offenen und einer vielfältigen und freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite ist es ein wichtiges, wertvolles Invest, weil wir in der Kreativwirtschaft neue Innovationsstrategien erleben. Das heißt, es ist auch ökonomisch sinnvoll, weil wir in Kreativwirtschaftsunternehmen häufig mit als erstes erkennen können, was Adaptionsstrategien in neuen Märkten sind, unter Umständen von neuen Technologien, weil dort häufig die agileren, die kleineren, die schnelleren Bewegungsmöglichkeiten da sind, als so in der klassischen deutschen ingenieursgetriebenen Innovationskultur, die wir für 30, 40 Jahre lang für die einzig gültige Blaupause von Innovation gehalten haben. Sie ist unglaublich wesentlich. Aber wenn es uns gelingt, die Präzision des Ingenieurs und die Agilität des Kreativen im Innovationsprozess zusammenzubringen, dann bekämen wir richtig PS auf die Straße. Und das ist tatsächlich ein ganz hartes ökonomisches Argument, das ich auch nicht unterschätzen würde. Und dabei helfen auch dann Kooperationen, die zwischen klassischen Kreativunternehmen stattfinden und die zwischen klassischen großen Industrieunternehmen stattfinden. Wir fördern gerade über die Kreativgesellschaft, die wir in Hamburg haben, eine eigenständige städtische Wirtschaftsförderagentur, die sich um Kreativwirtschaft kümmert. Einerseits Startups im musikwirtschaftlichen Bereich über den Accelerator Music Works, aber auch über ein Projekt, das sich Cross Innovation Hub nennt und EU gefördert ist. Kooperation zwischen klassischer Industrie und Kreativindustrie, weil wir glauben, dass ganz viele Innovationsstrategien tatsächlich gelernt werden können in klassischen Sektoren von Kreativunternehmen. Und auch da stecken Potenziale drin, die wir noch nicht mal ansatzweise gehoben haben, die aber sehr schön passen zu dem, was ich am Anfang als einen europäischen Pfad von Digitalisierung und von Umgang mit Veränderungen in unseren Gesellschaften beschrieben habe. Nämlich einer, der auf Kooperation, auf Miteinander und auf die Fähigkeit, durch die Freiheit hindurch Gemeinschaft herstellen zu können, gerichtet ist. Und das ist nur das, was Sie am allerbesten können. Sie überzeugen Menschen, einzeln Musik zu hören und in dieser Musik aber gemeinschaftliche Erlebnisse zu finden oder einen tieferen Sinn zu finden oder Zerstreuung zu finden. Aber Musik ist ein derartig universales Medium, dass es Menschen per se verbindet. Und in diesem Sinne brauchen wir ganz, ganz dringend auch Ihren Input in diese weiteren Diskussionen. Deswegen freue ich mich außerordentlich, dass Sie diese Tagung machen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie die auf diesem Fleckchen Hamburg in Berlin machen. Das ist auch immer schön und tut gut und wünsche spannende Beratungen und hoffentlich ganz viel Optimismus in der Gestaltung der Zukunft und ganz viel Leidenschaft im Anwenden der Vernunft, die wir dafür brauchen, um die sozusagen Potenziale, die da liegen, auch zu heben. Denn leidenschaftliche Vernunft brauchen wir. Schönen Dank. Lieber Carsten, vielen Dank. Vielen Dank für deine Worte. Vielen Dank für eure Hamburger Gastfreundschaft hier. Es hat sich bis weit über Hamburg herumgesprochen, dass du ein hervorragender Redner bist. Deshalb ist es normalerweise sicher so, dass die Leute als Erste sprechen wollen, denn nach dir zu sprechen ist at least very challenging. Inhaltlich übernehme ich den Staffelstab direkt. Du hast es dargelegt und überzeugend hergeleitet, welche Rolle die Musikwirtschaft nicht nur für die Stadt, sondern auch für unser Land und für Europa hat. Und dass es ein wirtschaftlicher Standortfaktor ist, der Investitionen und Innovationen verbindet. Nicht nur aus diesem Grund ist es wichtig, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. In dieser Mission haben wir uns vor ziemlich genau einem Jahr in ziemlich genau diesem Kreis getroffen in der französischen Botschaft und haben damals gemeinsam die Diskussion über Wege zur Schließung des Value Gap geführt. Damals, weil wir der Meinung waren, dass die deutsch-französische Achse eine besondere Rolle spielt, weil auch hier ja Kompromisse ausgehandelt werden müssen, weil das ein Weg ist in unserer europäischen Realität. Seitdem ist viel passiert. Damit meine ich jetzt nicht das Echo-Desaster, das wir erlebt haben, einen Tag nach der Kulturkonferenz. Das haben viele von Ihnen noch in den verschiedenen Facetten vor dem inneren Auge. Nein, ich meine die Diskussion, die wir seit Jahren führen, die Diskussion über die Aktualisierung des Urheberrechts, vor allem mit Blick auf die europäische Ebene. Kurz vor den Sommerferien
haben wir uns da schon mit einer Vielzahl von Änderungsanträgen, von Überlegungen zur Kompromissfindung auseinandergesetzt. Es ist lauter geworden, die Öffentlichkeit hat sich immer stärker eingemischt und wir waren am 5. Juli an einem Punkt, wo der Berichterstatter keine Mehrheit bekommen hat. Zu diesem Zeitpunkt haben viele waren glücklich darüber, gedacht, das Projekt ist am Ende. War es aber nicht. Wir haben über den Sommer mit unseren Verbündeten in der Branche, über die Branche hinaus, in einer sehr geschlossenen Branche, in einer Branche, die mit den Kreativen zusammen hier in eine Richtung diskutiert und argumentiert hat, im Austausch über diverse Urlaubsorte bis hin zur Parlamentsabstimmung am 12. September tatsächlich an dieses Projekt geglaubt, das dann am 12. September für die Befürworter positiv sich entwickelt hat, nämlich mit einem Mandat für den Berichterstatter. Damals wurde es immer lauter, die Gegner haben mit Ungenauigkeiten gearbeitet, haben mit einer fragwürdigen Panik im Spin versucht, den Geist des Gesetzes zu attackieren. Abgeordnete haben auch damals schon sich beschwert, dass es Massenmails und Massenanrufe gibt. Das heißt, man sieht, die Amplitude hat deutlich zugenommen. Im Rückblick war der letzte Sommer aber nur der Prolog für den Krimi um die Deutungshoheit. Und die Deutungshoheit in einem Umfeld, wo technisch viel eingesetzt wurde, wo teilweise sogar von Google mitfinanziert Kampagnen gefahren wurden, die dazu geführt haben, dass der Upload-Filter als Begriff heute von vielen als Verwandter des Chlorhühnchens gehandelt wird, der uns vor einigen Jahren auch schon mal begegnet ist. Verwünschungen, Fake News, Bombendrohungen, sogar Morddrohungen. Wenn es also um die Bekämpfung eines Urheberrechtspakets geht, das Investitionen einer Branche und den Fortbestand einer Branche und der gesamten Kultur- und Kreativwirtschaft fit machen soll für die Zukunft, dann wird der Ton sehr rau. Der Berichterstatter Axel Voss hat neulich gesagt, Governance by Shitstorm. Das ist genau das, was wir erlebt haben und das ist genau das, was für eine richtige, gute Governance nicht funktionieren kann und auch nicht akzeptiert werden kann. Dennoch hat sich die Mehrheit im EU-Parlament nicht einschüchtern lassen und am 26. März noch einmal eine sehr klare Botschaft in die Welt gesendet. Unabhängig von dem Gesamtpaket ist die Botschaft aus unserer Sicht, dass aktive digitale Plattformen stärker in die Verantwortung genommen werden müssen, insbesondere bei der Lizenzierung von urheberrechtlich geschützten Inhalten. Wo stehen wir denn dann heute als Branche? Dazu soll ich ja sprechen. Die Branche steht 2019 auf einem fester werdenden Sockel des Digitalmarkts. Die Ergebnisse sind umfassend kommuniziert und mittlerweile bekannt. Wir haben eine kleine Delle im Markt, die in unserem heute um 12 Uhr erscheinenden E-Paper auch nochmal genauer in die verschiedenen Facetten dargelegt wird. Aber wir spüren global den Aufwind, in Deutschland aber noch nicht wirklich in den Segeln. Ein Blick der GfK in die unmittelbare Zukunft zeigt aber ein positives Umfeld auch für Deutschland. Dazu finden Sie auch mehr in unserem Jahrbuch. Ja, die Firmen, die Mitglieder, stehen nach wie vor Herausforderungen. Es ist ihnen aber weitestgehend gelungen, sich und ihre Dienste als Partner der Kreativen, als Partner der Künstlerinnen und Künstler so im digitalen Zeitalter zu präsentieren, dass das alte Bild einer Branche, die nach ihrer Rolle sucht und sich selbst definieren muss, das ist ein Bild, das in der Diskussion der letzten Woche oft wieder versucht wurde zu bemühen, längst in der Realität abprallt. Wer das nicht glaubt, wer aber an der Realität interessiert ist, dem empfehle ich nur, die Mitglieder zu besuchen, sich anzuschauen, wie gearbeitet wird, den Diskurs auch direkt zu suchen, denn vieles von dem, was wir erlebt haben, sind alte Bilder, die wieder an die Wand projiziert werden, die aus der Mottenkiste ausgegraben werden. Aber längst hat sich viel geändert. Und gerade weil wir als Branche aus Erfahrung wissen, dass die Veränderung immer weitergehen wird und weil wir als Branche genau dafür auch immer offen waren und auch offen sind, ist es umso wichtiger, die von dir auch angesprochenen Spielregeln im digitalen Raum endlich klarzustellen. Vor diesem Hintergrund ist die Verabschiedung der Richtlinie im Parlament ein sehr großer Schritt und wir erwarten auch, dass hier entsprechend im Rat dann die Zustimmung nächste Woche erfolgt. Wesentlicher Punkt, die Verantwortung von aktiven Plattformen. Das Paket dieser Urheberrechtsreform sind 149 Seiten. Kaum jemand hat die richtig gelesen. Es gibt Erwägungsgründe, es gibt eine Präambel
Und daraus würde ich gerne kurz zitieren, denn ich habe für mich den Anspruch, dass wir als Branche auch das einmal hören und ich denke, wir können das alles so unterschreiben. Die bestehenden Richtlinien über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte tragen zum Funktionieren des Binnenmarktes bei, gewähren Rechteinhaber ein hohes Maß an Schutz, erleichtern die Rechteklärung und bieten einen Regelungsrahmen, in dem Werke und sonstige Schutzgegenstände verwertet werden können. Dieser harmonisierte Rechtsrahmen trägt dazu bei, dass der Binnenmarkt ordnungsgemäß funktioniert und schafft Anreize für Innovation, Kreativität im digitalen Umfeld und damit die Produktion neuer Inhalte, auch so, dass die Fragmentierung des Binnenmarktes verhindert wird. Der von diesem Rechtsrahmen gebotene Schutz leistet zudem einen Beitrag zu dem Ziel der Union, die kulturelle Vielfalt zu wahren und zu fördern und gleichzeitig das gemeinsame kulturelle Erbe Europas hervorzuheben. Das ist nur ein Erwägungsgrund, aber allein die Hitze der Debatte hat selbst solche Erwägungsgründe, wo ja noch sich viele anschließen, wo auch der Ausgleich von dir besprochen zwischen den verschiedenen Playern bis hin zum Verbraucher ja an der Stelle immer wieder hochkommt. Aber es muss betont werden, es ging in dieser ganzen Diskussion, die sehr hitzig wurde, nie darum, die andere Seite zu besiegen. Auch das ist hochstilisiert worden, als würde die eine Seite die andere Seite besiegen wollen. Nein, es ging um den Kompromiss. Es ging darum, zu ringen miteinander, um einen Kompromiss zu finden. Und ein solcher Kompromiss liegt jetzt vor. Und an dieser Stelle kann man auch sagen, bei allem, wo welche Seite wieder nicht zufrieden ist mit Teilen des Kompromisses, der Berichterstatter hat im Sinne der Kompromissfindung hier auch gute Arbeit geleistet, unterstützt von Politikerinnen und Politikern, die dasselbe Ziel verfolgt haben. Hier aus diesem Kreis haben viele in der ganz hitzigen Phase Mails geschrieben oder angerufen und haben gesagt, sag mal, was ist denn jetzt los? Jetzt sind sie alle verrückt geworden, wir sehen Verächtlichmachung, Häme, nicht nur Demonstrationen, sondern wir sehen eben vorhin besprochen, wir sehen Bombendrohungen und Ähnliches. Das ist inakzeptabel und ich glaube, wir müssen hier gemeinsam auch vermitteln an der Stelle, wo wir feststellen, dass insbesondere in den verschiedenen aktivierten Social-Media-Kanälen offenbar ein vollkommenes Unverständnis über die gemeinsame Begründung von Normen besteht. Denn das wird sich nicht nur auf unseren Bereich, das Urheberrecht, beschränken, sondern das wird weitergehen an anderen Stellen. Wo stehen wir also heute? Wir sind als Branche vorbereitet für die weiteren Veränderungen. Wir sind auch vorbereitet auf die Umsetzung der Richtlinie ins deutsche Recht. Und wir stehen für jede fachliche und sachliche Auseinandersetzung jederzeit bereit, wie auch in der Vergangenheit. Die fachliche Diskussion über die Umsetzung sollte dann aber auch auf Basis des geltenden Rechts erfolgen. Und sie sollte sich nicht darauf beschränken, wieder Floskeln von neue, bessere Geschäftsmodelle oder irgendwelche Fantasievergütungsansprüche, die irgendwo herkommen und keiner in der Realität eines etablierten Digitalmarktes sich vorstellen kann, wie das funktionieren sollte, dann macht die fachliche Auseinandersetzung wenig Sinn. Und ich glaube auch, dass gerade die aufgewärmten Kultur-Flatrates-Gedanken sich sehr schnell wieder ausgeträumt haben werden. Und das glaube ich deshalb, weil es ein Juristen, Professoren, Sprichwort gibt, das immer noch gilt. Und dieses Sprichwort heißt, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Das ist sehr wahr. Und wenn wir eine fachliche und sachliche Auseinandersetzung haben wollen, dann müssen wir da anfangen. Sonst fangen wir immer wieder an, eine schöne neue Welt zu beschreiben. Was hätte, wäre, wenn wir alle uns auf der grünen Wiese treffen würden und einfach nur nett wären. Ich denke daher, es ist im Interesse aller, die Umsetzungsdiskussion nicht zu einem Ausflug in ein digitales Wolkenkuckucksheim zu nutzen, das wir gesellschaftlich eigentlich miteinander längst verlassen haben. Im Übrigen ist die Branche es gewöhnt, Brücken zu bauen, Trends zu identifizieren, Trends über Grenzen und Genres und Formate hinaus. Gerade nach den Erfahrungen der letzten Wochen, in denen die Diskussion so übergekocht ist, im Übrigen ja auch zwischen Old Economy und New Economy, auch ein Bild, was wir seit 10 Jahren eigentlich hinter uns gelassen haben, sind wir als Verband davon überzeugt, dass wir hier noch mehr Brücken bauen müssen und wir deshalb solche Unternehmer und Unternehmerinnen, die mit Musik neue Wege gehen wollen und investieren wollen, hier auch in eine andere Form des Dialoges einbinden wollen. Deshalb werden wir ab Mai einen Music Founders Breakfast einführen, wo man zusammenkommen kann, die Labels kommen, diejenigen, die was vorhaben, können kommen. Jeder, der sich angesprochen wird, kann kommen, solange Platz da ist. Aber auch das macht nur Sinn, wenn wir uns nicht in einem Umfeld wiederfinden, wo es darum geht,
einen Weg zu finden, um den Middleman zu killen. Denn das allein kann, noch dazu, wenn es um die Labelseite geht, einfach keinen Sinn machen. Das ist per se keine Strategie. Das kann wirtschaftlich irgendwo Sinn machen, den Middleman rauszuhauen. Aber wenn wir uns da in einer Diskussion befinden, die wir auch da, wir reden von Partnerschaft in der Branche, wir haben in der Partnerschaft so viel erreicht, wenn wir uns da zurückdrehen, dann machen wir einen Fehler. Wir wollen die Brücken bauen. Wir glauben daran, dass wir gemeinsam sehr viel erreichen können in einem Markt, der global, vorhin habe ich es gesagt, von Wachstum geprägt ist. Wir können gemeinsam aber auch an anderer Stelle viel erreichen, nämlich bei den Europawahlen. Und auch das ist heute ein wichtiges Thema, nämlich, dass wir wählen gehen. Jeder sollte sein Wahlrecht ausüben, jeder sollte wählen gehen, jeder sollte seine Meinung äußern in Form seiner Wahl. Und dieses Signal sollten wir als Branche auch senden, verinnerlichen. Wir sollten es innerhalb der Companies hochhalten, denn das ist Partizipation. Gerade wenn man bestimmte Interessen vertritt, sollte man an dieser Stelle auch seine Fahne hochhalten. Ganz im Sinne des Claims, den die EU geprägt hat, nämlich Music Moves Europe. Das ist etwas, die Tatsache, dass Europa mit diesem Claim gerade draußen ist, das ist etwas, den Claim, den hätten wir erfinden müssen, denn Music Moves Europe ist das, woran wir alle arbeiten und woran wir auch in Zukunft sorgen sollten, dass das so weiter funktioniert, in bestehenden Rahmenbedingungen, in Partnerschaften, als Partner der Künstlerinnen und Künstler. Und in diesem Sinne, denke ich, müssen wir Europa besetzen, uns aktiv zeigen und wünsche Ihnen allen einen wunderbaren weiteren Vormittag und übergebe jetzt an John Nolan, der in die Höhe und Tiefe der Zahlen eindringen wird. Vielen Dank. Guten Morgen und Dankeschön to Florian and the BVMI team for inviting us here today. Forgive me, that is the extent of my German. So forgive, the rest of the presentation will be in English, so please bear with me. What I'm going to do is talk to you today about the global highlights of the music industry, how the industry's moved in 2018. And I'm going to hand over to my colleague, Oliver, who's going to present some analysis he's done on the European markets. So in terms of the global music market, it's up nearly 10% in 2018. If you look at the breakdown, 37% has come from subscription streaming. Physical is now below 25%, from 30% in 2017. But the industry's grown quite well. Streaming itself has contributed 47% of total revenues. Synchronization revenues and performance rights are pretty static year on year, but there's been strong growth across the global industry. In terms of the markets that have really stood out, China's now over $500 million. There's revenues now included here from platforms like Facebook and other extra revenues that are now coming into the industry. But overall, it's been a very strong year and one of the strongest years we've had in a long, long time. So moving on to the regional analysis. When we look at the regional analysis, you can see all regions have seen growth, although there's some real star performers. North America's 14% growth, Latin America's 16.8%. Asia 11.8% and Australasia 10.6%. Europe looks pretty flat, but there's a lot of things in there that we need to draw out in order to make a meaningful analysis. But for the first time, Europe is 50% digital, so that's sort of moved the dial. But you can see Europe gets a lot more of its revenues from performance rights than other markets such as Asia and North America. So that really is a key driver that holds back a lot of the overall growth. Europe, again, in terms of streaming, grew by 27.6%. Physical was down by 19.4%. But the growth is tempered by the transition into digital. There's no doubt about that. But we still believe there's significant upside potential within Europe. Ollie will cover that in detail. But in terms of the digital market, we've seen solid growth there across a lot of markets, and that's more than compensating for the downside in physical. Asia's benefiting from growth in streaming, up 46%.
but not seeing the negative effects of a downside in physical, because they didn't have a physical market, it was piracy. So every bit of growth in digital is upside. That's also the case for Latin America. Again, not really a big market in terms of physical. So what we're now seeing is big growth there, which is not isn't diluted by a downside in terms of physical. But again, Asia is a mixed bag. Asia's really driven by China and South Korea. If you look at a lot of Asian markets, they're pretty stable. So markets like Malaysia, Taiwan, Indonesia, similar levels of growth to Europe. So again, there's a lot of stories within the figures that we should draw out. When we look at the actual breakdown in terms of the composition of consumption, we can see that, you know, it's worth reflecting on the journey of the music industry over the last decade or so. In fact, we're now only back where we were in 2006. So, you know, there's still a recovery going on. And whilst the music industry is in its fourth year of consecutive growth, the cumulative growth rate is a good result, 7.46% over the last 4 years. If that growth continues, in 2019, the industry will exceed $20 billion. But we're still only at 80% of where we were back in 2001, ignoring inflation. When you add inflation, clearly these numbers are even lower. So if the growth continues at this rate, we expect to recover this level by 2021. So again, quite a lot of optimism in there. But again, when you're looking at the figures and you see some of the growth that we're seeing, particularly in subscription streams, there's no reason to believe that won't continue. So then moving on to the growth rate. Again, this is quite a good way of sort of analyzing where we see the industry going. As I mentioned earlier, the industry was for a decade or so in decline. And in the last 4 years, we started to see growth. That pattern of growth is increasing. You can see that a trajectory is growing and going on an upward curve. In fact, 2018 at 9.7% was the highest level of growth that we've seen since 2000. So, you know, we are seeing massive increases in growth, and it's continuing year on year. When we look at the physical and digital model, so this is where, when we strip out performance rights and synchronization revenues, you can see that figure is slightly higher at 9.88%. Digital revenues grew by 9.88% compared to 2017, but the growth is really in subscription streams 32.91, ad supported 63.39, and video 21.68. This is where the figures were the previous year in terms of the black line, and in terms of physical and permanent downloads, down by 10% and 21% respectively. These numbers don't include the Facebook revenues. For the first time, we've included that, and it's a significant number. At some point, we'll start allocating those revenues by market, but at the moment, we keep them at a global level. If we were to include those revenues, other digital would have grown by 10% as well. So in terms of highlights, growth across all regions, Latin America doing well, but from a very low base. China's become the seventh biggest market, with revenues of 531 million. North America continues to dominate, 15% increase, 35% of global revenues, and $6.6 billion, so a massive part of the industry. And South Korea, again, another market that has really bucked the trend. Physical revenues grew by 29%. It's the only market where we've seen that happen. K-pop is the driver of that. But the total market grew by almost 18%, and it's a $600 million market now. Again, you know, one of the other highlights of the global figures. And finally, Facebook is included in our numbers for the first time. Again, it's a significant number. We expect these type of revenues to increase with deals done with Twitter, etc. So again, different revenue streams coming into the industry, which are driving the growth and making it truly global and truly digital. And I'm going to hand over to Oliver, who's going to take you through his European analysis. Thank you very much.
Great, thanks, John. So as John said, I'm just going to give you a brief overview of the European market and deep dive into some of the European markets. As Don alluded to, the European market increased by just 0.1%, meaning Asia is rapidly catching up to potentially replace Europe as the second biggest region globally. However, all is not what it seems. There are many positives to take out of the European market. For example, 20 out of 25 European countries have a growing digital and physical revenues. Physical and digital revenues have increased by 22.3% in Europe when you strip out performance rights and one-off settlements that have skewed the 2018 figures. Additionally, in most markets, digital is more than compensating for the decline in physical. Also, if we look at Germany, it is historically Europe's biggest market, and it hasn't yet seen the full benefits of the digital uplift that we have seen in other countries that are embracing streaming. There's no guarantee that this will happen, but trends and analysis of other markets seem to indicate it will, as you will see shortly in my detailed analysis. So some other European highlights. UK has become the third biggest market globally. Interestingly, Norway has returned to growth in the second half of 2018, having seen quite a sharp decline in 2018 in the first half of the year. This was subsequent to an increase in Spotify prices, who increased their prices by 10%. The overall market growth in Norway was 1.7% year on year. Austria has moved into the top 20 largest global markets for the first time, observing an increase of 20% year on year. However, this was mainly driven by a very large increase in performance rights revenues, which was 64%. Now I'm just going to briefly touch on the regional share of the global market. As you can see, the physical and digital markets are still dominated by North America globally, which contributes 37.6% of the total global revenues in 2018. Asia is now fast approaching the second biggest region for physical and digital revenues, being only 348 behind Europe as the second biggest region. However, to put Asia into a little bit of context, Japan actually contributes 64% of all revenues in Asia. So if Japan was excluded, the European market is still very dominant. Now I'm going to show you some analysis on why we think the European market still has a lot of potential on the European stage, on the global stage, sorry. The graph showed the percentage of revenues which have been generated through digital consumption, with the percentage being shown on the axis on the right-hand side of the graphs. So here, from 100% down to 0%. As you can see, Latin America and North America have been early adopters of digital, with the Latin market never really having established a physical market due to piracy. North America has had more than 50% digital revenues for more than 7 years, and Latin America has been predominantly digital since 2014. Europe and Asia are still somewhat behind in this department, with Asia still being a market dominated by physical. As you can see, Asia still hasn't reached that 50% threshold, and Europe only made it in 2016. So if we overlay growth rates onto this graph, which you can see on the left-hand axis, from 25% down to -25%, Europe is still more reliant on physical revenues than North America and Latin America, and therefore the drop in the physical market is having a larger effect on the market, and it is therefore causing the growth to stall. Based on trends in other markets, it is likely that the higher growth will occur once digital is fully embraced. Even though Asia still has a higher percentage of physical than digital, its market is still growing. And this is driven by a high increase in streaming, but also in addition to the growth in the physical market that John alluded to earlier. As you can see on the right two graphs, Latin America and North America are benefiting from smaller declining physical markets and are seeing a rapid growth rates, with Latin America growing by 25% year on year and North America growing by almost 10% year on year. There is therefore potential for Europe to see a higher growth rate now that the market is further progressed on its transition to digital. Now I'm just going to
deep dive down to some of the specific countries within Europe. These graphs again show the percentage of revenues which have been generated through digital consumption, with the percentage being shown on the right-hand side of the graphs. You can see that the UK, Netherlands, Switzerland, and Spain have been fairly early adopters of digital compared to other European markets, with 50% digital revenues being achieved for the first time in 2014 and 2015. Again, if we overlay the growth rates on top of these graphs, we can see that the revenue growth over time have increased, and this is due to the countries being early adopters of digital. Each of the countries have seen rapid growth since fully embracing digital music, with a natural growth tail off occurring in each market as it develops fully. Now we will look at late adopters of digital. The adoption of digital formats has been slower in Belgium, Germany, France and Austria. Belgium and France both achieved a digital mix over 50% for the first time in 2017, whereas Germany and Austria has exceeded the 50% threshold for the first time only this year. So what effect has this had on the growth rates? Well, Belgium and France have both seen increases in revenue as they have made the transition to digital consumption model. But as you can see, Germany and Austria are slower in terms of their transition to digital, and therefore they have not yet seen the growth observed in other markets. However, there's a lot of upside potential in this if the same patterns observed in the other markets are replicated as digital is fully embraced. It is therefore possible that the markets will start to grow more in line with the other countries. It will therefore be very interesting to see what happens to the German market, and we will be watching with anticipation. So John and I will be around at lunchtime. If anyone has any questions, please feel free to come and we'll answer those for you. Thanks very much. Ja, liebe Gäste, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem ersten Panel heute, und zwar Recap the Value Gap, der komplexe gesetzgeberische Prozess hinter der EU-Urheberrechtsreform. Ich möchte gleich am Anfang die ersten Panelisten auf die Bühne bitten, die sich dann dorthin setzen werden, und daneben wird es einen Impulsvortrag gleich am Anfang geben von Frau Schmalz. Die einzelnen Panelisten bitte ich jetzt nach oben, und ich bitte um einen frenetischen Applaus für jeden Einzelnen von Ihnen, und zwar begeistert. Zuerst Frau Dr. Stefanie Schulz-Hombach, bitte. Vielen Dank, sehr gut, es geht noch lauter, aber okay. Frau Dr. Schulz-Hombach ist Gruppenleiterin bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und Ministerialdirigentin dort. Sie beschäftigt sich seit, ich meine, mehr als 18 Jahren mit Urheberrecht, ist also umfassend in der Exekutive auch dort tätig, leitet die Gruppe Zentrale Angelegenheiten Kultur und Recht bei der Beauftragten und ist also gleich für Fragen auch noch danach offen. Dann als Zweites möchte ich bitten Ansgar Heveling auf die Bühne. Vielen Dank, langjähriges Mitglied des Bundestages, Ihnen allen wohl bekannt seit 2009. Er ist der Berichterstatter im Moment für Urheberrecht im Rechtsausschuss, Mitglied im Wahlprüfungsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss und auch noch im Ausschuss für Kultur und Medien. Seit Januar 2018 auch noch Justiziar der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und obendrein war zwischen 2015 und 2017 voll im Feuer, nämlich als Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Er ist also weitaus vertraut mit, sage ich mal, feurigen Debatten. Als Nächstes bitte ich Nikolaus von Peter auf die Bühne. Applaus
Vielen Dank. Nikolaus von Peter ist der politische Referent der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland und ist dort langjähriger Referent, ist dort unter anderem für die Themen Digitalisierung zuständig, Wettbewerbspolitik, Rechtspolitik, aber auch Migration. Das heißt, das Portfolio betrifft jetzt nicht nur Urheberrecht, sondern es ist durchaus breit. Umso spannender wird es von ihm zu hören sein, was er über die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit auch denkt. Zuvor war er 3 Jahre Mitglied im Kabinett der EU-Kommissarin für Verkehr und in anderen Funktionen tätig und er ist ebenfalls ein Jurist. Wir haben hier also ein durchaus juristisches Panel, wollen aber keinen kompletten juristischen Deep Dive machen, sondern jetzt kommt last but very much not least Professor Dr. Gisela Schmalz, die ich jetzt auf die Bühne bitte. Sie wird ein... Sie repräsentiert sozusagen auch die Zivilgesellschaft und wird uns einen hervorragenden Impulsvortrag über die Vorgänge der letzten Wochen und Monate halten. Sie hat im Übrigen ein Buch geschrieben, das ich für beinahe prophetisch halte. Ich muss gerade noch mal schauen, wie der Titel war. Vor über 10 Jahren, und zwar No Economy, warum der Gratiswahn das Internet zerstört, bei Eichborn 2009 erschienen. Gerade in diesem Zusammenhang spannend. Vielen Dank. Am Donnerstag, dem 21. März, blieb die Wikipedia-Seite schwarz. Also nicht ganz schwarz, sondern da stand das hier. Unter anderem helfen Sie uns, das Urheberrecht in Europa zu modernisieren. Die Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit würde durch die EU-Urheberrechtsreform, vor allem Artikel 13, jetzt 17 und mit Artikel 11, jetzt 15, erheblich beeinträchtigt. Die deutsche Wikipedia forderte die Nutzer auf, ihre jeweiligen Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu kontaktieren und ihre Haltung zur geplanten Reform zu informieren. John Weizmann, Leiter für Politik und Recht bei Wikimedia Deutschland, erklärte in einem RBB-Interview, bei Wikipedia-Autoren und Autorinnen herrsche Unsicherheit darüber, ob sie Lizenzen erwerben müssten. Dabei gelten ja für Wikipedia Ausnahmeregeln. Weizmann sagte weiter, aber das freie Wissen lebt eben nicht nur von der Wikipedia alleine, sondern entsteht auch drumherum. Was meint er damit? Was ist dieses Drumherum, das er da verteidigen wollte? Vielleicht die Hauptsponsoren von Wikipedia? Kennt die jemand? Also auf der Liste der Major Benefactors der Wikimedia Foundation stehen Microsoft, Apple, Google und die Bryn Wojcicki Foundation. Sergey Brin ist doch sicher allen bekannt, einer der beiden Gründer von Google und Wojcicki. Anne Wojcicki war bis 2015 seine Ehefrau, also Brins Ehefrau. Sie ist unter anderem CEO von 23andMe, einer Gendatensammelplattform bzw. einer gratis Genanalysefirma, in die Google auch hinein investiert hat. Und ihre Schwester, die kennen Sie aber, das ist Susan Wojcicki, die CEO von YouTube. Susan Wojcicki hat kurz, also naja, im Ende Oktober 2018 über YouTube einen YouTube-Blog aufgerufen, gegen die EU-Reform zu mobilisieren und all diese Begriffe aufgebracht, Upload-Filter, Censorship and so on. So viel zu Wikipedia entsteht nicht alleine, sondern auch drumherum. Von der schwarzen Wikipedia-Seite irritiert, googelte der oder die nicht gerade urheberrechtsfeste Person weiter unter dem Begriff Urheberrechtsreform und kam nicht etwa auf die EU-Seiten dazu oder dem Gesetzestext, sondern auf Save the Internet Info. Auch schwarzer Hintergrund, ein Film in abgedunkeltem Schwarz-Weiß und in Zeitlupe Gesichter trauriger, demonstrierender Menschen. Auf einer Demo. Und dahinter stand
The internet is in danger and you can save it. We know the internet as a place where we can freely flourish, express our opinions, share content, and inform ourselves independently. But that could change drastically very soon. Upload filters are supposed to block everything we share on platforms, etc. Starke Worte, starke Bilder, die fast Angst auslösen. Mitten auf der Seite Save the Internet ein Button, Sign the Petition. Der führte zur Petition Stop the Censorship Machinery, Save the Internet auf der Seite change.org. Hier wird man also um Unterschrift für die Petition gegen die EU-Urheberrechtsreform gebeten. Wer steht nun hinter dieser sehr elaborierten europaweiten Kampagne Save the Internet Info? Drei junge Männer, vor allem um die 30, nie vorher in Erscheinung getreten. Einer von ihnen doch ein Jahr vorher schon, Stefan Wolligant, der übergab am 4. Juli 2018, am Tag vor der EU-Abstimmung im Parlament, dem europäischen CDU-Abgeordneten Axel Voss bereits 736.000 Unterschriften unter diese Petition Stoppt die Zensurmaschine, rettet das Internet. Im Februar 2019 überreichten dann die beiden anderen, Dominik Kisch und Pascal Fouquet, der Justizministerin Katharina Barley, medienwirksam einen Stick mit über 4,7 Millionen Unterschriften. Also schon da und davon 1,3 Millionen aus Deutschland. Inzwischen erreichte diese Petition schon über 5 Millionen Unterschriften. Das sind viele. Die Kampagnenseite Save the Internet rief aber nicht nur zu dieser Petition auf, sondern auch zum Demonstrieren und zum Spenden. Die interaktive Karte dort zeigt in Europa alle Orte, an denen am Samstag vor der EU-Reform demonstriert werden konnte, also der Entscheidung zur Reform. Und spenden konnte man auch über die Seite. Ein Klick führte zur Crowdfunding-Plattform GoFundMe, wo man für diese Save the Internet-Aktion spenden konnte. Da steht da nun, we all work voluntarily and unpaid. Freiwillig und unbezahlt, so eine fette Kampagne. Wer hat sie entwickelt? In Impressum dieser Seite steht Dominik Kisch aus 76461 Muggensturm. Das ist bei Karlsruhe. Hat er diese professionelle Kampagne entwickelt und bezahlt? Wer auch immer das war, die Mobilisierung ist höchst beeindruckend. Das zeigt die Petition und die Unterschriften und die vielen Demonstrierenden. Für das Anliegen Rette dein Internet gingen in europäischen Großstädten am Samstag vor der Abstimmung zur Reform rund 200.000, vor allem junge Menschen, auf die Straßen in Großstädten Europas und die meisten davon in Deutschland. Auf ihren Plakaten stand, macht unser Internet nicht kaputt, das Internet bleibt wie es ist, Berlin gegen 13, fuck me, not my Internet. Und all das da. Immer wieder Schlagwörter gegen Zensur, gegen Uploadfilter, für Remixes, für Memes. Dabei sind letztere vom Gesetz ja gar nicht bedroht. Und es gibt viele Ausnahmen für kleinere Plattformbetreiber. Und Uploadfilter verlangt das Gesetz ja nicht nur eine Einigung der Verwerter mit den Lizenzinhabern und Inhaberinnen. Große Plattformbetreiber setzen diese Uploadfilter ja auch längst ein und allein sie haben die Macht, sie einzusetzen und nicht der Gesetzesgeber. Wie auch immer, der Widerstand gegen Artikel damals 13 und andere Aspekte der Reform ist beispiellos. Im Vorfeld hatten die Befürworter der Reform Mühe, sich zu erklären. Und sie mussten sich verteidigen. Spätestens seit der schwarzen Wikipedia-Seite herrschte hinter den Kulissen Krieg. Dieses Wort fiel mehrfach. Die Grünen-Abgeordnete Helga Trüpel hatte das Manifesto for Copyright EU mit vor für mit einer Webseite rausgebracht. Doch wer dort unterschreiben wollte, der konnte das nicht interaktiv machen. Und als ich nachfragte, sagte die Mitarbeiterin von Frau Trüpel, die Seite ist aus Sicherheitsgründen nicht interaktiv. Aber diese Seitensperrung oder Gefährdung ist ja noch harmlos.
Wie wir schon eben gehört haben, der Reformfürsprecher und Europaabgeordnete Axel Voss von der CDU sah sein Leben bedroht. Ich habe Morddrohungen, Bombendrohungen und schlimmste Beleidigungen erhalten. Es geht permanent auf meine Person und auf meine Glaubwürdigkeit, sagte Voss der Bild-Zeitung in der heißen Phase vor der Abstimmung über die Reform. Das ist krass und das ist Krieg. Und das alles in einer Debatte über einen Gesetzesvorschlag und dann noch einen aus dem langweiligen, kleinteiligen Bereich Urheberrecht. Da muss doch jemand Interesse dran gehabt haben, das so dermaßen hochkochen zu lassen. Statt ruhig und sachlich zu diskutieren, entstand ein Zwei-Fronten-Krieg. Welche Fronten prallten da aufeinander? Hier gesetzeskeulenschwingende Alte, da netzversierte junge Menschen. Hier Fürsprechende für gerechte Verteilung und da Fürsprechende für ein gratis Internet. Hier Leute, die kleinteilige Gesetze lesen und umsetzen und bearbeiten, langwierig. Und da Leute, die in großer Linie Großmenschentum fahren und Freiheit und Zukunft haben wollen. Da böse Regulierende, hier böse Regulierende und da gute Freiheitskämpfende. Also es wurde auch noch moralisch aufgeladen. Viel Rhetorik war am Werk. Diese kulminierte in zwei menschlichen Symbolen, den beiden Berichterstattern zur EU-Urheberrechtsreform. Auf der einen Seite der alte Konservative Axel Voss, Jurist von der CDU, der angeblich keine Ahnung von Netzkultur hat und noch den unglücklichen Satz sagte, aber bei Google, da gibt es doch eine Seite, wo man Memes anklicken kann, eine richtige Rubrik. Auf der anderen Seite die junge Piratin Julia Reda, Politikwissenschaftlerin, die für die Freiheit von Memes und für ein von Uploadfiltern und Zensur befreites Netz kämpfte. Die Bilder dieser beiden Personen wurden gezielt von den Reformgegnern genutzt. Der eine musste verlacht und die andere bejubelt werden. Es ist gut, dass vor der Entscheidung über die Urheberrechtsreform weit und breit diskutiert wurde. Aber wie die Diskussionen geführt wurden, war extrem befremdlich. In trocken sachlicher Bürokraten- und Juristensprache einerseits und mittels Rhetorik und Kurzformeln wie Memes, Uploadfilter, Censorship Machine und Linktext andererseits. Bei vielen Befürwortern und Gegnern der EU-Urheberrechtsreform fehlten das Interesse an den Argumenten der jeweiligen Gegenseite und auch das Sachwissen auf dem Feld der anderen Seite. Wichtige Chancen zur gegenseitigen Informierung und zum ausgewogenen Gespräch wurden verpasst. Es könnte ja sein, dass beide Fronten am Ende dasselbe wollten. Von diesem Frontenkrieg profitierte vor allem eine dritte Gruppe, die großen Tech-Konzerne, die das aktuelle westliche Internet mit ihren Plattformen und Technologien dominieren. Und mit ihren für Nutzer gratis und für Werbekunden Bezahlmodellen das Netz auch noch monetarisieren, ohne transparent zu sein. Die Front der Reformgegner warf mit Begriffen um sich, die aus der Anfangszeit des Internets stammen. Die Netzpioniere der 1980er und 90er träumten von einem frei zugänglichen Netz für alle. Sie arbeiteten auf ein Internet hin, das den Nutzenden die Gerechtigkeit, die Meinungs- und Informationsfreiheit schenkt, die es in der Offline-Welt nicht gibt. Der Traum ist ausgeträumt. Trotzdem berufen sich derzeit plattformbetreibende Konzerne, Google mit YouTube, Facebook mit WhatsApp und Instagram, genau auf diese Ideologie aus Kalifornien, die von Freiheit spricht. Sie versprechen ja auch Zugangs-, Bewegungs- und Zensurfreiheit im Netz. Dabei haben genau diese Konzerne diese Freiheit zerstört. Sie haben den Urhebern ihre Logik aufgedrückt, im Netz Aufmerksamkeit und Reichweite mit ihren Werken zu erlangen und den Nutzenden, alle Nutzenden unfrei gemacht, also von ihren Gratisdiensten geradezu abhängig, sodass sie Angst vor einem Urheberrecht haben. Die Leute haben Angst davor, dass das hier passiert. Schwarze YouTube-Seiten, schwarze Google-, Facebook-, Instagram-Seiten. Das ist Zensur. Wenn jemand Zensur betreiben könnte oder betreibt, dann die plattformtreibenden Konzerne. Sie haben die Macht, bestimmte Seiten oder einzelne Uploads zu blocken. Willkürlich oder gezielt, als Aufreger oder zu Mobilisierungszwecken, zum Beispiel, um gegen Urheberrechte mobil zu machen. Aber die EU-Urheberrechtsreform ist durchgegangen.
Am 26.03. stimmten 348 Parlamentarier dafür und 274 dagegen. Sie wird nun in nationales Recht übergeführt werden müssen. Der Text ist keine Meisterleistung handwerklich. Er signalisiert aber den Willen, europäische und eben auch teils US-amerikanische Gerechtigkeits- und Freiheitsvorstellungen gegenüber den Intransparenzen und dem Rechtsmissbrauch im Netz zu behaupten. Mit dem EU-Urheberrechtsgesetz wurde den datensammelnden Tech-Konzernen erstmal ein Stoppschild vorgehalten. Dass das Votum so knapp ausfiel, haben Lobbyisten, aber auch junge Demonstrierende mitbewirkt, die sich als Stimme der Jugend, als Netzbewohner verstehen, aufgeschlossen, Netz, smart und oft ironisch geben. Diese Netzbewohner darf man nicht übergehen. Die Debatten müssen weitergehen, auf europäischer, deutscher und internationaler Ebene. Sonst geht es bald nicht mehr nur darum, ob wir die Rechte an unseren Werken abgeben, sondern auch die Rechte an unseren Bewegungs-, Stimmen-, Gesichts-, Organ-, Gesundheits- und Gendaten. Bürger sind in die Debatten einzubeziehen. Dazu müsste die Politik aber lernen, besser zu formulieren und zu kommunizieren. Sie muss auch dafür sorgen und Budgets dafür bereitstellen, dass Bürger, jung oder alt, gründlich informiert werden, damit sie auf der Basis von Sachkenntnis und Zusammenhangswissen sinnvoll argumentieren können. Über das Internet, das wir in Zukunft haben wollen, und über den Umgang mit anderen entstehenden neuen Technologien. Damit den Bürgern niemand mehr Angst einjagen kann und sie nicht mehr bloß mit diffusen Formeln um sich werfen. Es gibt Aufklärungs-, Schärfungsbedarf. Danke. Hallo. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für den tollen Impulsvortrag. Wir wollen gleich einsteigen in das Panel und noch mal ein bisschen von der Außenbetrachtung vielleicht zurückfahren, und zwar in den komplexen Prozess zurück. Wir wissen alle, wie kompliziert und komplex die Vorgänge rund um die Schaffung der Richtlinie waren. Wir hatten einen Kommissionsvorschlag Ende 2016. Wir hatten eine Parlamentsbefassung mit mehr als 900 Änderungsanträgen im Parlament, mit vielfältigen Diskussionen im Parlament, mit den verschiedenen Ausschüssen, die sich dort damit befasst haben. Wir haben ein Trilogverfahren, das auch, würde ich sagen, relativ ungewöhnlich laut begleitet wurde, das eine gewisse Zeit lang andauerte, und dieser Trilog endete schließlich mit der dritten Lesung im Parlament, mit der Abstimmung, die Sie alle kennen. Die nächste Frage, die sich stellt, sind mehrere Fragen. Wurde die Bevölkerung genug, also hat sie genug partizipiert an dem gesamten Prozess, oder reicht eine doch hochkomplexe Befassung mit einem Recht? Und wie wurde das seitens der Politik wahrgenommen? Ist das Internet kaputt? Wie schaffen wir es, dass das Internet vielleicht nicht kaputt ist? Welche Vorschläge gibt es und welche Diskussionen gab es auf dem Weg dahin? Vielleicht als erste Frage an die Seite der Kommission, ganz schlicht, wie geht es denn nun weiter? Und wie ist aus Ihrer Sicht, Herr von Peter, wie haben Sie diesen ganzen Prozess wahrgenommen seitens der Kommission? Besonders aufgeregt? Ist es ein mittelaufgeregter Vorgang gewesen oder überhaupt nicht? Also die Wissensfrage zuerst beantwortet. Wie geht es denn weiter? Da geht es wirklich nur um das, was wir wissen, weniger um Werten. Am kommenden Montag findet eine Abstimmung statt im Ministerrat, und zwar sind das die Landwirtschaftsminister, die, so wie das oft also üblich ist bei Punkten, die nicht mehr strittig sind, ist als sogenannten A-Punkt ohne Debatte, neben vielen anderen A-Punkten, teilweise in ihrem Portfolio, teilweise auch andere Punkte, also die Punkte anderer Minister oder Ministerräte vielmehr, die das abstimmen werden. Und wir gehen davon aus, dass diese Abstimmung positiv, also dass die Mitgliedstaaten zustimmen werden. Wir wissen jetzt, dass es zwei Enthaltungen geben wird von Slowenien und Belgien. Es sind 5 Mitgliedstaaten, die ganz sicher dagegen stimmen werden: Italien, Polen, Luxemburg,
Niederlande und, muss ich auf meinen Fußzettel gucken, ein Fünfter, der da wäre Finnland. Nicht Deutschland. Bei Schweden sind wir uns nicht sicher. Bei Deutschland gehen wir davon aus, dass Deutschland zustimmen wird. Und genauso wie die Mitgliedstaaten, die dagegen stimmen werden, eine Protokollerklärung abgeben wird. In den Medien hieß es in den letzten Tagen teilweise, das wäre problematisch, das ist gängige Praxis, nichts Ungewöhnliches. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass ein Mitgliedstaat oder jedenfalls nichts verboten oder führt nicht zu seiner Enthaltung, dass ein Mitgliedstaat eine Frist versäumt, innerhalb derer normalerweise im Falle dieser A-Punkte vorab bekannt gegeben wird, wie man abstimmen wird. Also eigentlich hätten die Deutschen, wie alle anderen auch, am letzten Freitag bereits ihr Abstimmungsverhalten mitteilen müssen, aber dass sie es nicht getan haben, verstößt nur gegen eine gute Praxis. Bedeutet aber nicht, dass sie jetzt noch nicht noch die Zeit hätten, sich auf eine Erklärung zu einigen innerhalb dieser Woche. Wenn also nächsten Montag dann nach großer Wahrscheinlichkeit diese Richtlinie auch vom Rat der Europäischen Union dann beschlossen worden ist, wird die wird es einige Tage dauern, bis man die durchgesehen hat, damit es keine Fehler mehr gibt, damit sie auch sprachlich, juristisch einwandfrei ist. Und dann wird sie vermutlich noch nächste Woche von den Präsidenten des Europäischen Parlaments und des Rates unterzeichnet, also der Ratspräsidentschaft, sodass sie dann im Amtsblatt veröffentlicht werden kann. Das wird wahrscheinlich im Mai passieren und ab dann ist dann die Richtlinie in Kraft. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten ab diesem Zeitpunkt, also ab Mitte, Ende Mai, 2 Jahre Zeit haben werden, um diese Richtlinie umzusetzen. Und in dieser Zeit wird die Europäische Kommission, so wie das immer der Fall ist, mit den Mitgliedstaaten eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass es eine korrekte Anwendung oder Umsetzung geben wird und eine möglichst einheitliche Umsetzung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Mitgliedstaaten. Deswegen haben wir eine Richtlinie gewählt und keine Verordnung. Das ist das, was jetzt bevorsteht. Wir haben diesen Prozess auch als einen besonderen Prozess aufgefasst, nicht weil er komplizierter gewesen wäre als andere Gesetzgebungsverfahren. Die sind immer komplex. Das liegt einfach daran, dass wir es mit 28 Mitgliedstaaten zu tun haben, dass auf der anderen Seite das Parlament in einem sehr viel stärkeren Umfang Einfluss nimmt auf die Inhalte dieser Gesetzgebungsvorschläge, die aus der Kommission kommen. Also 900 Änderungsanträge ist schon relativ viel, aber es gab auch schon mal über 2000 im Falle der Datenschutzgrundverordnung. Man hat nie weniger als 100, 200, 300 Anträge. Das ist nichts Ungewöhnliches. Auch dass die Verhandlungen im Trilog stattfinden, ist ja normal. Da heißt es oft, dass diese Verhandlungen intransparent seien. Dem möchte ich widersprechen, weil es so ist, dass es dann ein Mandat gibt und für die beiden Verhandlungsführer auf Seiten des Parlaments und des Rates, dass sie sich halten müssen. Wenn sie das Mandat nicht, wenn sie das verlassen wollen, also müssen sie sich rückversichern bei ihren jeweiligen Mandatsgebern. Und es gibt ja auch im Trilog immer auch eine Vertretung derjenigen, die jetzt nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung vertreten haben, also die jetzt Beispiel Urheberrecht, da hat zum Beispiel Frau Rehder als Schattenberichterstatterin immer im Trilog drin gesessen und konnte deswegen auch über die Trilogsergebnisse berichten. Insofern ist das keineswegs intransparent, sondern es ist einfach ein praktisches Vorgehen, um überhaupt zu einer Einigung zu kommen innerhalb der Europäischen Union, bei Materien, die so komplex sind oder so technisch wie dieses Gesetz zum Beispiel. Was ungewöhnlich ist, und ich glaube, dass da gibt es nur noch zwei ähnliche Materien, keine Gesetze, aber Themen, die ähnlich politisiert worden sind in den letzten Jahren, nämlich TTIP und ACTA, ACTA auch wieder Urheberrecht, nicht? Dass es eben eine solche Diskussion gab. Und eigentlich wünschen wir uns das für fast jedes Gesetz. Ja, also eigentlich ist es was Positives, dass überhaupt mal wahrgenommen wird, dass die Europäische Union relevant ist. Ja, und deswegen glauben wir auch, dass dieses Gesetz dazu beitragen wird, Wähler zu mobilisieren und nicht zu verschrecken. Und gleich es gute Gründe gibt, auf beiden Seiten, auch an diesem Gesetzgebungsverfahren insgesamt Kritik zu üben, wie es abgelaufen ist. Weniger am Verfahren als an dem, was eben schon erwähnt wurde, wie Befürworter und wie Gegner sich über dieses Thema unterhalten haben, ob das immer sachlich war, immer fair, noch immer richtig in der Sache, also faktisch richtig. Insofern ist es eigentlich etwas sehr Schwieriges gewesen, aber auch was eigentlich unterm Strich sehr Positives. Und entscheidend wird jetzt sein, dass man jetzt in den nächsten 2 Jahren eben zu Lösungen kommt, die dann befriedend wirken und die auch in der Sache funktionieren. Ganz genau. Vielen Dank, Ansgar Hiebeling. Ich warte, dass ich jetzt dran komme. Ja, die Befassung und die Diskussion, der Saal brennt und glüht ja schon förmlich
in Erwartung dessen, was die CDU machen wird. Am 16., vorerst haben Sie am 13. März im Bundestag nochmal die Wichtigkeit des Ausgleichs bekräftigt zwischen Kultur- und Kreativwirtschaft und dem Urgrund des Urheberrechts und natürlich der Meinungsfreiheit aus dem Ausgleich dieser Rechte. Am 16. März gab es den ersten Entwurf der CDU zur möglichen Umsetzung einer da noch nicht vorhandenen Richtlinie. Ich meine, am 23. März wurde es noch mal ein bisschen vertiefter. Und schließlich gab es am 4. April eine große Diskussion im Bundestag auf Basis zweier Anträge der Linken und der FDP, die eigentlich alles ganz anders machen wollten. In all diesem Sturm sind Sie als Berichterstatter Urheberrecht im Rechtsausschuss sicher auch noch mehr und bald weiter damit befasst, zumal auch die beiden Anträge verwiesen wurden in vier Ausschüsse, meine ich. Sagen Sie uns doch mal vielleicht, wie rettet die CDU diesen Vorgang? In Eingedenk dessen, wir sagen ja immer, niemand sollte besiegt werden, dieser Austausch ist wichtig und die Kommunikation. Also wie wir den Vorgang retten, das ist natürlich auch eine prozedurale Frage und es ist ja eben schon angesprochen worden, wir steigen ja erst im Mai in letztlich den Umsetzungsprozess auf nationaler Ebene ein und da sind wir ja auch nicht der einzige Akteur als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, sondern da hat die Regierung noch ein gewichtiges Wort natürlich mitzusprechen und da fängt eben auch ein neuer Diskussionsprozess letztlich an. Was man, glaube ich, an der Stelle jetzt erstmal festhalten muss, was mich auch, naja, vielleicht nicht erstaunt hat, weil ich das auch schon aus Debatten ums Urheberrecht auf der nationalen Ebene im Grunde kenne, seit ich mich ab 2009 mit dem Thema befasse, ist die Unbedingtheit, mit der Argumente vorgetragen werden. Also Sie haben es gerade eben angesprochen, das habe ich im Parlament ja auch nochmal gesagt, letztlich geht es immer um die Abwägung von Rechtspositionen. Und das ist eigentlich das, was unser Recht ausmacht. Aber wir sehen uns einer Diskussion ausgesetzt, die auf die Absolutheit von Rechten setzt, auf die Absolutheit von Positionen. Und dann wird es natürlich schwierig, eine Abwägung zu machen. Aber unsere Verfassung, letztlich so eine Richtlinie, die gibt nichts anderes vor oder kann auch nichts anderes vorgeben, als dass wir Rechte miteinander in Ausgleich bringen. Und das wird eben auch unsere Aufgabe in den nächsten zwei Jahren sein. Was für mich erstmal wichtig ist, ist, dass die Richtlinie jetzt auf den Weg gebracht wird. Und das war eben ja auch der Anlass der Diskussion auch innerhalb der CDU. Wie können wir das politisch jetzt erst einmal begleiten, dass dieser Prozess so zum Ende gebracht wird, dass es eben auch eine Mehrheit gibt. Das wird jetzt der Fall sein und dann fängt eben die Überlegung neu an, wie kriegen wir Rechte so in den Ausgleich. Und da finde ich es wichtig, eben nochmal deutlich zu machen, das ist auch das, was in der ganzen Diskussion eben leider untergeht, was aber eigentlich das Wichtige ist, sozusagen der Obersatz ist ja nicht irgendwie Upload-Filter, sondern der Obersatz ist eigentlich Lizenzen hinzubekommen. Und dass das sozusagen das ist, was am Anfang des ganzen Geschehens steht und dass das auch das ist, was wir in der nationalen Umsetzung als den wichtigsten Punkt ansehen. Und dann eben darunter die Frage, was passiert, wenn das eben nicht funktioniert, wenn das nicht gewollt ist, wie geht man dann mit der Haftungsfrage um? Und da kommen eigentlich diese Diskussion um die Upload-Filter erst, setzt die ja erst ein. Und da muss man eben schauen und überlegen, gibt es irgendwelche klugen Möglichkeiten und lässt die Richtlinie kluge Möglichkeiten, darauf in irgendeiner Form zu verzichten und die Ergebnisse eben, das Ziel der Richtlinie trotzdem zu erreichen. Da wird noch eine ganze Menge Gehirnschmalz in verschiedenen Gehirnen bei drauf, nicht draufgehen, sondern in Gang gesetzt werden müssen. Ich hoffe nicht draufgehen. Eine Frage, die sich natürlich uns vielleicht nur ganz kurz anschließend, bevor ich dann auch nochmal zur Umsetzung, konkreten Umsetzung eine Frage stelle. Eine Frage, die sich allen aufdrängt und vielen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft auch aufdrängt, ist, woraufhin mancher ohnmächtig wurde, ist sozusagen eine potenzielle Ausweitung von Schranken und sprich ganz einfach eine Ausweitung des Vergütungsanspruchssystems, eine
Zusammenschneidung der Exklusivansprüche. Wie alle wissen, wir handeln mit Rechten und sind deshalb als Marktteilnehmer abhängig davon, dass wir damit handeln können. Aus den Positionen der CDU las ich ein bisschen, und sicher sind es kluge Ideen, die da gewälzt werden, das finde ich toll. Es las sich ein bisschen so in diese Richtung. Ist das eine Richtung, die man im Moment noch mit der tinkert, wie man heutzutage sagen würde? Okay. Dass Schranken zum Urheberrecht gehören, ist jetzt eine Binsenweisheit. Dass Schranken aber natürlich auch nicht uferlos gemacht werden können, ist genauso richtig. Dafür gibt es eben auch Vorgaben. Und das Ziel bleibt eben nach wie vor, die Rechte zu wahren und diese Möglichkeiten eben als erstes zu sehen. Nur die Frage ist eben trotzdem, wie geht man damit um, wo das in irgendeiner Form nicht so einfach oder nicht funktioniert. Also insofern geht es uns schon darum, eine Lösung zu finden, die sich in die Systematik des Urheberrechts einpasst und die nicht zu uferlosen Schrankenausweitungen, die aber eben auch ja gar nicht möglich sind, weil es die Begrenzungen durch InfoSoc-Richtlinie und alles Mögliche ja nun auch gibt, führt. Und deswegen bleibe ich dabei, der Obersatz ist eigentlich, das was ja auch die Essenz eben der Richtlinie ist, deutlich zu machen, dass es in der ersten Linie ja, Lizenzen first heißt. Okay, keine Schranken nehme ich mit, danke. Keine Schranken heißt es nicht, aber... Es ist eben ein kaskadierendes System, das muss man sehen. Und da versuchen wir uns natürlich irgendwie dann an eine erträgliche Lösung heranzuarbeiten. Vielen Dank, Frau Schulz-Hombach. Vielfach Leid geprüft, schon im Trilogsprozess. Ich möchte Sie einerseits fragen, wie haben Sie den Trilogsprozess wahrgenommen, also auch hinsichtlich der Außenkurve, der Aufregung, hinsichtlich der Geschwindigkeiten und Abstimmungsmöglichkeiten? Und was sind aus Ihrer Sicht jetzt bei der Umsetzung die Next Steps, also was passiert ganz konkret auf nationaler Ebene? Wo erwarten Sie, wo ist das Epizentrum des Entwurfs? So, ich Manche Dinge waren in der Abstimmung dieser Richtlinie gar nicht so viel anders, als das in früheren Urheberrechtsgesetzgebungsverfahren der Fall war. Sie hatten das auch schon vorhin angesprochen. Es ist ein Thema, wo es immer viele verschiedene Belange unter einen Hut zu bringen gilt. Und deshalb war auch in früheren Verfahren, auch auf nationaler Ebene, immer schon sehr vieles sehr umstritten. Und es waren mühsame Prozesse, zu Kompromissen zu finden. Was diesmal anders war, sind sicherlich zwei Punkte. Das eine ist, dass zu einem relativ späten Zeitpunkt dann einigermaßen abrupt auch die Öffentlichkeit sich dann zu Wort gemeldet hat. Ich hätte mir auch durchaus mal gewünscht, dass das etwas früher passiert wäre, dass die interessierte Bevölkerung vielleicht auch früher schon mal sich an die handelnden Personen gewandt hätte, auf nationaler Ebene, aber auch auf Europaebene. Das wäre sicherlich hilfreich gewesen, was Kommunikation betrifft. Was dann auch noch ein bisschen anders war in der Tat, ist, dass die Zeitabläufe sehr eng wurden im Zusammenhang mit dem Trilogverfahren. Und wenn ich da einen Wunsch äußern könnte, ganz, ganz generell, wenn das heute ein Wunschkonzert wäre, dann würde ich sagen, da würde ich mir wünschen, dass man für Abstimmungsverfahren deutlich mehr Zeit hat, damit man nämlich dann auch eine bessere Kommunikation fahren kann. Sowohl untereinander, auf nationaler Ebene, unter den Ressorts ist das wichtig, dass man dann auch mal eine gewisse Zeit hat zu sprechen und zu diskutieren und sich auszutauschen, um auch dort schon zu Kompromissen zu finden. Und dann natürlich aber auch, wenn man dann in den Rats-AGs sitzt, dass man dort auch miteinander mehr Zeit hat, um Wege zu finden. Das ist allerdings ein Wunsch, der ein bisschen mit anderen Notwendigkeiten in der Realität kollidiert. Deshalb mache ich mir da nicht zu viele Illusionen, dass das groß anders werden könnte. Das führt dazu, dass wir in solchen Verfahren, wie es dieses eins war, dann immer sehr gefordert sind. Das ist zeitlich alle Beteiligten sehr unter Druck setzt. Da müssen dann Abstimmungen auch mal bis spät in den Abend oder über Nacht erfolgen, was
ja, nicht immer erfreulich ist, da haben Sie schon recht. Wir haben es aber in diesem Fall ja durchaus auch geschafft, zu guten Kompromissen zu kommen. Und ich meine, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist ein echter Erfolg. Da werden die Belange aller in Betracht gezogen. Das muss man vielleicht noch besser und kommunizieren, das mag sein, da haben Sie recht. Aber es ist der Fall und wir werden bei der Umsetzung auch ein Auge darauf halten, dass wir da vielleicht auch versuchen, diejenigen, die betroffen sind, die das später anwenden, die Nutzer vor allem auch etwas intensiver dann noch in die Diskussion mit einzubeziehen. Aber das Wichtigste ist für mich wirklich, dass wir jetzt einen Kompromiss gefunden haben in diesen langwierigen, schwierigen Diskussionen, die nun dazu führen, dass wir einerseits einen besseren Zugang zu Kultur gewährleisten, den Nutzern, das ist mir ganz wichtig, auf der anderen Seite aber, und das ist eigentlich der noch wichtigere Punkt, dass kreatives Schaffen auch weiterhin vergütet wird, in dem Sinne, wie Herr Heveling das eben gesagt hat, Lizenzen first, das ist das, was aus kulturpolitischer Sicht hier auch der ganz wesentliche Aspekt in dieser Richtlinie war. Ja, vielen Dank. Die Befürchtung, die sich alle um den Artikel 17.4 drehen, und zwar der sogenannte Upload-Filter, da liest man zuerst ja in dem Artikel 17, jetzt müssen solcherlei Plattformen also aktiv als aktive Plattform gekennzeichnet sein oder werden so interpretiert. Sie müssen auch lizenzieren. Und sie müssen in der Folge können der Haftung entgehen, wenn sie einen gewissen Katalog von Voraussetzungen verfolgen. Trotzdem, und wie wir finden, ist dieser Katalog in der Tat relativ klar dargestellt und führt zu einer relativen klaren Sachlage. Trotzdem, die Befürchtungen und die Wellen in der Bevölkerung schlagen weiter hoch. Es lässt sich auch in dem das lohnt sich tatsächlich mal zu lesen, das Protokoll zu der Sitzung am 4. April, wo sich der Bundestag befasst mit den Anträgen der FDP und der Linken. Da geht es auch da schon hoch her. Da wird in der Tat auch gesagt, es ist doch ein Erfolg. Europa ist bekannt und es macht überhaupt Sinn und Leute reiben sich daran. Das ist doch eine schöne Sache. Trotzdem wirkt es, Frau Schmalz, wie kriegen wir diesen Kit wieder zusammen, diese verhältnismäßig unversöhnlichen Positionen mit den eingemauerten Meinungen. Wie haben Sie da einen goldenen Schlüssel? Ja, der Vorschlag in dem kleinen Vortrag eben war ja, dass die Politik kommunizieren sollte, sodass es für die Allgemeinheit verständlich wäre. Ich weiß, Politiker abstimmen der EU dürfen nicht, des EU-Parlaments dürfen keine Werbung machen für ihre Haltung. Das kann sein, dass sie dadurch blockiert waren, das weiterzugeben. Ja? Also das ist schon mal eine Krux. Wie macht man das wertfrei? Ja, also es geht um Kommunikation und nicht um Werbung im Vorfeld von Seiten der Politiker jetzt. Ja? Ansonsten, ich weiß es aus den Internet-Governance-Foren, da spricht man von dem Begriff Multi-Stakeholder-Dialog, den Sie auch alle kennen, der meines Erachtens sehr elegant ist und gut und der aber kompliziert ist in der Umsetzung, weil eben so viele mit verschiedenen Stimmen zusammengebracht werden müssen und mit verschiedenen Sprachen. Was ich an dieser Debatte im Vorfeld dieser jetzigen Abstimmung so schrecklich fand, war, dass vor allem diese Hiatus aufgemacht wurde zwischen Jungen und Alten. Und das ist eben auch im Interesse der Tech-Konzerne und gefährlich, höchst gefährlich. Und wenn man das gegeneinander ausspielt, dann hat man keine Chance als älterer Mensch, der Politik bestimmt und eben nur mal in gewissen Regulierungspositionen sitzt. Also da mitzunehmen, was mitzunehmen ist, vor allem eben in der Bildung früh anzufangen, das in die Schulen zu implementieren. Das fängt in der ersten Klasse an, wenn nicht sogar im Kindergarten. Man muss digital ausbilden, unbedingt. Und dann auf der anderen Seite eben vielleicht Multi-Stakeholder, Tische, Foren, Konferenzen organisieren. Vielen Dank. Ja, wir haben soeben beschlossen, dass wir das Panel weitere 12 Stunden fortführen werden. Aber
Ich habe ein Signal bekommen, zeitlich sind wir eher am Ende, deshalb an dieser Stelle vielen Dank. Wir könnten tatsächlich, ich würde gerne noch weiter eintauchen, aber ich vermute, ich werde dann von der Bühne getragen. Also wir gehen zum nächsten Panel dann über. Vielen Dank, herzlichen Dank. So, es folgt das Panel 2 Europawahlen vor der Tür, die Positionen der Parteien für die Kultur- und Kreativwirtschaft, Policy Pitch. Aber zuvor gibt es noch, ich werde gleich übergeben an den hervorragenden Bernd Hüttemann, zuvor gibt es noch ein Video-Intro, das ich hiermit anmoderieren möchte, von Eva Meidel, MEP und EVP-Präsidentin European Movement International. Dear organizers, dear fellow MEPs, dear Bernd, first of all, I would like to congratulate you for organizing the conference and putting the creative industry into the focus of this forthcoming EU election campaign. If I were not a politician, I would definitely be doing something related to arts. I know that might amuse you, but that is the case. And here I would like to quote a great writer, Ray Bradbury, who says, "We need our arts to teach us how to breathe. Indeed, art and creativity is what easily washes away our daily problems and stress. There's perhaps no better medicine for our minds than a song, a book, or a theater play. Europe has centuries-old traditions in creating masterpieces in every artistic field, and this plays an important role in our society. Exactly because creative industry has such a tremendous impact in our society, we need to protect but also nurture it. We need to secure that art in 21st century is able to keep up with developing technology. The European Union understands this, and we have started working on the Creative Europe Programme for 2021 up until 2027. And we have pledged to increase the budget with 17%. The music sector would receive support for promoting diversity, audience development for European repertoire, and data gathering, as well as analysis and support for these actions. The publishing sector would also get funding for action promoting diversity, particularly via the translation of European literature and its promotion in Europe and beyond. Also, particular attention would be paid to architecture and cultural heritage in the proposal which recommends the promotion of Baukultur. However, we will never manage to put creative industry at pace with digital technology if we do not provide flexibility in our supporting programs in a way that it will guarantee that no one is left behind. Art is not only for the big and prepared companies, but also for the newborn artists. I don't know if you know, but back in 2017, Ed Sheeran grew his audience via YouTube before appearing on X Factor. This is to say, by the way, he's one of my favorites, but that is to say that technology and creative industry must work together. There has never been other era in the world's art history where one single artist, writer, or a performer can have an outlet to millions of viewers from around the globe with a single upload of an image, song, story, or a video. But coming back to Ray Bradbury's quote, art teaches us how to breathe, so let's create our oxygen by providing our creators the opportunity to ease share their talent and receive a fair remuneration. I would like to thank you for this opportunity to be able to address you, and I wish you a fruitful discussion.
Guten Tag, ich bin Bernd Hüttemann. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, hier eine Moderation zu machen, die relativ kurz ist, das ist immer schön, aber letztendlich auch etwas zusammenfassen soll, reinbringen soll in die Ebene der europäischen Wahlkämpfer. Und freue mich sehr, dass wir ja drei Panelistinnen und Panelisten haben, die tatsächlich auf die Europawahl zugehend das Thema, was wir gerade in sehr viel Kleinteiligkeit mit ganz vielen Fachbegriffen, und Lieblingsfachbegriff bei mir ist dann der Trilog, wie wir das im Grunde hinbekommen, dass eine Debatte in der Bevölkerung, in der, ja, in dem Wahlkampf, der eigentlich noch gar nicht so richtig begonnen hat, noch nicht genug aus meiner Sicht, wie können wir das hineinbringen, dass dann die Lessons learned aus der Urheberrechtsdebatte tatsächlich dann auch in den Europawahlkampf hineinkommen und anschließend auch entsprechend gewürdigt oder auch nicht gewürdigt werden. So, ich freue mich zunächst einmal, Nicola Bär als Erste hier vorne aufs Podium zu bringen. Wir kennen uns schon lange, das ist sehr einfach für Moderator und vor allem dann kennen wir uns auf verschiedenen Ebenen. Zum einen erstmals kennengelernt auf einer Länderebene, das ist ja bei Kultur genial, ein wunderschöner Spagat zwischen Länderinteressen und europäischen Interessen und Spitzenkandidatin, nur in Anführungsstrichen für Deutschland, für die FDP nur, deswegen, weil es natürlich eine Europawahl ist, aber das ist natürlich eine ganz entscheidende Sache, die wir haben, dass man mit Personen verbindet die Inhalte und dass wir das tatsächlich dann auch nach vorne bringen können. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und ich komme natürlich dann auch auf die nationale Ebene, auch nur in Anführungsstrichen, insofern, dass es natürlich gerade bei der Kultur, Wirtschafts-, bei der Kulturpolitik insgesamt, Europawahl, natürlich darum geht, dass wir ja, die einzelnen Interessen nicht nur in der Branchen, zwischen den Branchen, zwischen den Lobbyisten, zwischen den selbsternannten Zivilgesellschaftsvertretern und so weiter zusammenbekommen, sondern auch natürlich zwischen den Staaten, Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Trilog war da so ein Stichwort und ich freue mich sehr, dass Martin Rabanus hier ist aus der SPD-Fraktion und den ganzen kulturpolitischen, kulturmedialen Bereich mit abdecken kann hier. Was übrigens immer jeder hier kann, vorne können eigentlich immer alle alles. Das ist heute sicherlich auch ganz wichtig. Und ich freue mich über Daniel Bartel. Wo sitzt er genau? Da hinten ist er. Der kommt gleich nach vorne sofort. Der ein bisschen aus dem Podium gefallen, würde ich fast sagen. Das ist jetzt, klingt jetzt komisch, weil er natürlich über eine sehr projektorientierte Arbeit in die Öffentlichkeit hineingeht. Ich habe ganz, ganz viel gehört über das Thema, wir müssen mehr reden, wir müssen mehr in Dialoge treten und so weiter und so fort. Ich vertrete hier einen uralten Verband, der ist 1949 gegründet worden, also ich sage mal zwei Wochen jünger als die Bundesrepublik Deutschland. Und auch 1949 hatte man auf ähnliche Art und Weise, wahrscheinlich auch schon mit Schlips, tatsächlich die bestimmte Dinge diskutieren wollen, aber weit weg von dem, was die Europäische Union heute ist. Das heißt, wir haben immer so schön eingebaut, traditionell bei der europäischen Bewegung, dass wir immer schon für die europäische Vision waren. Und jetzt geht es bei uns darum, wie wir die Einzelinteressen und die Gemeinwohlinteressen zusammenbringen. Und das ist, glaube ich, das eines der größten Themen. Vielen Dank, dass Sie hier vorne sind jetzt. Wunderbar. So. So, das ist dreiviertel Stunde. Da können wir jetzt anfangen. Und wenn jeder so viel reden möchte, wie er gerne möchte, ich auch gerne möchte, dann sind wir schon ganz schnell fertig. Deswegen immer so gefühlte 5 Minuten, tatsächliche 10 Minuten dann wahrscheinlich. Da sind die Profis, kennen sich da aus. Ich würde gerne am Anfang reinbringen, um nicht zu sehr in diese Urheberrechtsdebatte zu sehr einzutauchen. Ich würde gerne unbedingt reingehen in die Frage, was ist jetzt auch aus der Sicht der Parteipolitik, natürlich auch der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, tatsächlich jetzt zwischen Kultur- und Wirtschaftspolitik, zwischen Einzel- und Gemeinwohlinteressen, parteiprogrammatisch, aber auch sicherlich in Erwartung des Wahlkampfes. Was ist jetzt wirklich, was sind die Hauptpunkte, die Sie sich jetzt gerade so in den nächsten Wochen, ja, wo Sie da reingehen werden, was jetzt auch die Interessenlage nicht nur des Veranstalters angeht, sondern auch der Bevölkerung. Da kommen wir am Schluss ja auch noch mal dazu. Nicola Bär, bitte am Anfang. Ja, ganz herzlichen Dank. Schönen Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir über diesen Bereich im Zusammenhang mit Europa mal diskutieren, weil das in sonstigen Veranstaltungen, auch bei Medienanfragen in der Regel jetzt, sage ich mal, nicht im Fokus steht. Aber ich muss sagen, ich erinnere mich immer wieder an einen Ausspruch, der
glaube, das wirft ein ganz wichtiges Schlaglicht auf diese Situation, wenn man, zumindest so wie ich, wie auch die Freien Demokraten eben, der These anhängt, dass die Europäische Union eben mehr ist als nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Mhm. Ich finde das immer schade, wenn das auch Binnenmarkt und alles, was sich da an wichtigen Fragen anschließt, also auch gerade für einen Freidemokraten, der nicht Berührungsängste mit Wirtschaft hat, wenn das darauf begrenzt und eingeengt wird. Ich glaube, dass wir zuvörderst eine Wertegemeinschaft sind. Und die basiert eben auf gemeinsamen Werten, die etwas damit zu tun haben, wo wir herkommen, wo wir stehen, wo wir hinwollen. Da spielen viele Begriffe wie unveräußerliche Menschenrechte, Gewaltenteilung, Volkssouveränität oder auch Rechtsstaatlichkeit eine Rolle. Aber ich glaube, dass eine weitere wichtige Säule eben die gemeinsame kulturelle Geschichte und Entwicklung ist. Etwas, was uns Wurzeln gegeben hat, was sinnstiftend ist, und zwar gerade auch in diesem Spannungsfeld, was davon ist sehr regional, ist sehr lokal, was davon ist auf anderen Ebenen, sind quasi übergreifende Entwicklungen, Bewegungen, aber etwas, was ja auch immer wieder Antreiber ist, querbürstet, in Frage stellt, uns einen Spiegel vorhält und dementsprechend eine ganz, ganz große Bedeutung meines Erachtens auch hat in dieser Frage, wie ich damit ein europäisches Bewusstsein aufbaue. Sorry, mein Problem. Mein Fehler. Ich glaube, es ist trotzdem ein bisschen angekommen. Und dieses europäische Bewusstsein ist meines Erachtens unabdingbar als Basis für das, was wir auch noch in der Zukunft gemeinsam vorhaben. Wir sehen ja gerade, dass momentan Europa nicht in einer guten Verfassung ist, dass wir eher auseinanderdriften, dass das Verständnis zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten schwindet. Kann man sich ja nochmal differenzieren, Regierungen oder Bevölkerung. Aber mir tut es weh, das zu sehen, wo wir eigentlich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geglaubt haben, jetzt kann sowas nie wieder passieren. So, und das wieder zusammenzuführen, ich glaube, da ist Kultur, Kulturen, das gegenseitige Aufeinanderzugehen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das fängt, das ist eben schon in der vorangegangenen Panel schon mal gesagt worden, in ganz, ganz frühen Jahren an. Also wir möchten das gerade im Bereich der Jugend stärken, das sich begegnen. Wir haben vorgeschlagen, eine neue Grundfreiheit einzubeziehen, nämlich Bildungsfreizügigkeit, wirklich diese Begegnung auch nicht nur auf eine Woche, sondern auf einen Anspruch 6 Monate im europäischen Ausland, Jugendliche die Möglichkeit zu haben, das zu erleben, zu fühlen, zu schmecken, das wirklich mal auf sich einwirken zu lassen und damit natürlich auch die Kulturen kennenzulernen. Mhm. So, und das möchte ich fortsetzen natürlich in dem, was Europäische Union jetzt auch schon macht. Creative Europe ist schon angesprochen worden, die vielen Programme, die wir haben, die große Bedeutung von solchen Aktionen wie auch Kulturhauptstädte, um Menschen zu erreichen, auch mal einfach auf die Idee zu bringen. Und das findet ja immer auf einem sehr hohen Qualitätsniveau statt. Aber ich glaube, dass wir eben neben den Dingen, die nach innen wirken, wir haben zum Beispiel über einen National Trust für die Denkmalpflege nachgedacht, dass wir auch Sachen brauchen, die nach außen wirken. Ich hätte gerne eine gemeinsame Kulturaußenpolitik der Europäischen Union. Ich glaube, dass das einen stärkeren Stellenwert haben sollte in den verschiedenen Außenministerien, auch der Hohen Vertreterin. Meines Erachtens kann man das strukturell ausbauen und unterstützen und damit etwas schaffen, was wirklich diesen Aspekt betont, dass wir mehr sind als nur der Binnenmarkt, weil ich glaube, ansonsten, dann brauchen wir nur Freihandelsabkommen und mehr nicht. Die europäische Einigung hat für mich immer mehr bedeutet. Klar, das ist wunderbar. Vielen Dank für das Statement. Das habe ich ja schon angedeutet. Für einen Vertreter eines Verbandes, der 1949 gegründet wurde, gab es natürlich keine wirtschaftliche Vereinigung. Da ging es erst einmal um Frieden und sicherlich im größten Sinne auch Kultur. Nur was sagt jetzt der Haushalt dazu? Was sagt jetzt, was gibt es da eigentlich im EU-Haushalt? Wenn man genau sich anschaut, ist ja gar nicht so riesig, wenn man sich überlegt, dass es für den gesamten Kontinent oder quasi ganzen Kontinent ist. Ist das genug? Wollen Sie da richtig mal so hochfahren mit Bildungsprogrammen und da mal 30%, wie das mal eine Umfrage von deutschen Bundesbürgern erfahren hat, 30% in Kultur, Bildung und Jugend reinzustecken? Wie machen Sie das mit den Nettozahlen anschließend? Nein, das ist völlig richtig. Ich glaube, wir müssen Schwerpunkte setzen, müssen auch umschichten. Wir haben eine ganze Reihe von Programmen, die eher vergangene Strukturen konservieren, als Aufbruch, Strukturwandel und anderes begleiten. Und wir möchten definitiv bei diesen Umschichtungen, allein wenn ich jetzt mal diesen ganzen Bereich Bildung, Kultur, Forschung und Entwicklung im Verhältnis setze zu der Agrarpolitik, wir möchten da sukzessive umstrukturieren, umsteuern, um diese Schwerpunkte in diesen Bereichen stärker voranzutreiben.
Klar ist auch, die Europäische Union ist jetzt nicht die Nummer eins, wenn es um Kulturpolitik geht. Sie hatten das ja vorhin auch schon anmoderiert. Wir haben das in den Kommunen, wir haben das in den Ländern, bei uns ja sogar in den Bundesländern. Das ist auch richtig, weil das muss auch nah bei Menschen sein. Das muss eben auch gerade dann, wenn da ganz zart was hochkeimt, einen Blick drauf haben, das auch ein bisschen unterstützen, fördern, hegen können. Aber wir brauchen eben auch diese koordinierende, flankierende Ebene, glaube ich, auf der Europäischen Union, gerade weil wir gemeinsam über diese Vielfalt der Kulturen, der Ausdrucksmöglichkeiten, auch wie sie in den verschiedenen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich häufig genutzt oder interpretiert werden, ja nicht diese Skaleneffekte eines einheitlichen, jetzt sage ich auch, Marktes, wie zum Beispiel die USA haben. Aber das, finde ich, ist gerade auch unsere Stärke. Nur dann müssen wir uns eben auch ehrlich machen, dass das dann eine andere Unterstützung, eine andere Struktur braucht, weil wir ansonsten das, und da braucht ja dann Kultur auch irgendwann mal Kommerz, Vermarktung, weil wir das ansonsten eben auch nicht exportieren, nicht international vermarkten können. Herr Banus, sind Sie da nicht so ein bisschen mal zwischen in der Falle drin, zwischen den großen Visionen, wir müssen mehr Kultur setzen, wir müssen mehr rausgehen, wir brauchen ein soziales Europa? Das sind ja ganz oft Schlagwörter auch aus Ihrer Partei, soziales Europa zum Beispiel, wo Sie dann halt sagen, okay, was ist denn jetzt die Kompetenz? Ja, wie viele Triloge gibt es zur Sozialpolitik? Triloge gibt es wahrscheinlich nur zur Wirtschaftspolitik oder zu solchen Fragen, wie wir sie jetzt hatten. Umweltpolitik, gibt es da nicht einen Riesenspagat zwischen Erwartungshaltung und dem, was dann Europapolitik bieten kann? Und dann haben Sie natürlich den Bundestagsmandat und sehen das natürlich auch, die Bindewirkung zwischen Bundestag und Europaparlament ist ja auch nicht besonders üppig. Naja, den Spagat ist man ja im politischen Geschäft gelegentlich. Ne? Das ist ja eigentlich nichts Neues und auch kein Ihr Job. Das ist auch nichts Besonderes der europäischen Ebene. Nee, ich will auch mal ein bisschen grundsätzlicher anfangen, weil ich das richtig fand, wie Nicola Beer das angelegt hat. Die erste Aussage ist tatsächlich, dieses kulturelle Europa stärker zu betonen. Ich bin auch groß geworden als jemand, der von seinen Eltern immer gelernt hat, Europa ist toll, weil wir Handel machen können und Europa ist toll, weil wir nicht mehr an den Grenzen warten müssen. So. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten diese kulturelle, wertgetriebene Dimension tatsächlich nicht stark genug geworden ist. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn demokratische Parteien da einen ähnlichen Ansatz haben. Wir werden es ja mit der Europawahl und mit einem Ergebnis möglicherweise der Europawahl und einer Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zu tun haben, wo wir uns nach Demokraten sehnen. So, wir arbeiten alle in unserem Spektrum, in unseren Möglichkeiten daran, dass die populistischen Kräfte so klein wie möglich bleiben. Und deswegen ist es gut, wenn man auch Gemeinsamkeiten findet in der Herangehensweise. Das ist im Übrigen im Deutschen Bundestag auch so. Also die Tatsache, dass da eine rechtspopulistische Partei drin ist, zeigt uns anderen demokratischen Parteien auch, auf welcher Grundlage wir stehen. Vielleicht mal als erste Bemerkung. Das Zweite ist, ich will das nicht wiederholen, ich halte es für wichtig, dass Creative Europe weitergemacht wird. Die 2,8 Milliarden, die da jetzt vorgesehen sind, ist nominell eine Verdoppelung, aber wäre natürlich schön, wenn noch ein bisschen mehr ging. Erasmus Plus scheint jetzt das Europäische Parlament nicht auf 30, sondern auf 41 Milliarden anheben zu wollen. Wir sehen bei Horizon Europe auch Steigerungsraten, die auch noch ein bisschen deutlicher ausfallen könnten. Aber so ist das im europäischen Geschäft. Wir haben als Koalition in Deutschland und als Bundesregierung gesagt, wir sind bereit, zusätzliche Kosten für höhere Ausgaben dort auch solidarisch mit zu finanzieren. Das ist das, was wir national machen können. Daran haben wir im Deutschen Bundestag auch keinen Zweifel gelassen. Und der Rest ist dann am Ende des Tages ein demokratischer Willensbildungsprozess in Europa. Was die Dimension des sozialen Europas angeht, so ist das jetzt auch eine Frage, wie differenziere ich dann vielleicht auch grundsätzliche Einigkeiten aus. Wenn wir Sozialdemokraten an Ausdifferenzierung von Politikfeldern gehen, dann schauen wir tatsächlich auf die soziale Dimension. Dann stellen wir die Frage, wie können wir die Mittel vor allen Dingen für diejenigen mobilisieren, die es alleine nicht so gut können, also keine Gießkannen machen, sondern eben sozial steuern. Das gilt auch für die ganze Frage von Austauschprogrammen in Europa, von Einzeljustierungen von dem, was wir für Menschen auch machen wollen.
Aber sind wir da nicht immer wieder in dieser gleichen Falle drin? Wir können mit Kultur und Europa auch übrigens, eine Vision für Europa, Antwort auf Macron und so weiter, können wir da nicht irgendwie ganz viele Blasen produzieren und sagen, wunderbar, das funktioniert alles, wenn wir das einfach nur mehr einfordern. Und wenn es dann wirklich hart auf hart geht, haben wir dann so eine Situation wie bei der Urheberrechtsreform, ich will da nicht auf Detail eingehen, aber wo dann halt grundsätzlich gesagt wird, dieses Europa macht unser Internet kaputt. Dann haben wir ja auch ein Problem, oder? Ja gut, aber die Aussage, nur weil so oft wiederholt wurde, macht es ja nicht richtiger. Mhm. Also die Urheberrechtsreform macht ja das Internet nicht kaputt. Und wo wir allerdings schon ein Lehrstück haben in der ganzen Debatte um die Urheberrechtsrichtlinie ist, wie heutzutage politisch kommuniziert wird. Mhm. Das ist natürlich echt ein Problem, weil das ja weitgehend faktenfrei war, was wir auch vor allen Dingen in großen Bewegungen in den sozialen Netzwerken erlebt haben. Und da, glaube ich, muss man schon sich noch mal ein bisschen genauer medienpolitisch angucken, wie gehen wir eigentlich mit diesen veränderten Kommunikationsprozessen und Mechanismen, die da Platz greifen, um. Ohne, dass ich da jetzt bei der Urheberrechtsreform ins Detail gehe, ich habe da eine abgeschlossene Meinung zu. Aber das ist, glaube ich, das kommunikativ, medienkommunikativ eigentlich das eigentliche Problem. Wie kriegen wir das eigentlich in einer Sachlichkeit und in einem Stil und einer Zielgerichtetheit hin, die nichts mit Fake News oder Panikmache oder sonst was zu tun hat? Wobei man dazu sagen muss, sowohl bei TTIP schon vorher, jetzt auch bei der Frage natürlich eine sehr deutsche Debatte auch ist. Ne? Also es ist ja ein deutscher Echoraum auch ein Stück weit. Ich mache mal ganz kurz die Kurve zu etwas, was natürlich immer auch mir als Pro-Europäer auf der Zunge liegt. Wie kann man quasi die Europawahl nutzen, tatsächlich um eine bessere Stimmung für Zusammenarbeit, für Integration, für den Politikbereich Europa überhaupt, das Politikfeld ist es nicht, aber Politikebene Europa überhaupt zu stärken. Und Herr Bartel hat jetzt hier so ein Projekt quasi, kann er ganz kurz vorstellen, wo es darum geht, wie junge Menschen tatsächlich dazu gebracht werden, gerade auch aus dem Kreativwirtschaftsbereich heraus, zur Europawahl zu gehen. Ich tue mir da so ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, gleich vorweg, weil wir da immer, auch bei der Europäischen Bewegung, jahrelang immer mit dem Verruf gewesen sind, die Europafahne zu schwenken. Und das ist jahrelang eigentlich nicht en vogue gewesen, das sage ich Ihnen ganz deutlich. Das war vor 10 Jahren, hätte man genau diesen Vorwurf bekommen, was machen Sie da eigentlich? Jetzt wissen wir alle warum, jetzt auf einmal alle aufstehen und die Fahnen auf einmal schwenken, die Sie früher nicht geschwenkt haben, aber sind Sie ja jung genug, auch quasi damit nichts zu tun zu haben, das alles wieder neu und besser zu machen. Erzählen Sie ganz kurz, was Sie da tun und wie kann es dann auch Antworten auf geben, was eigentlich auch Gemeinwohl, Einzelinteressen, wird das verstanden, wenn man jetzt junge Leute einfach sagt, ich gehe jetzt zur Wahl, ich stärke das durch meine Wahlbeteiligung, wird das dann verstanden, was die Zwänge der Politik sind? Im ersten Mal geht es darum, auf jeden Fall zu sagen, wir stehen hier für Demokratie und wir wollen auf jeden Fall das proeuropäische Gedankengut, die Werte, aber auch unser Binnenmarkt und so weiter zusammenhalten. Es geht darum, dass wir eben die Aussage treffen wollen mit Europawahl 19. Dahinter stecken eine überparteiliche Bewegung sozusagen, und zwar ist das Project Together. Das ist ein Sozialinkubator für Initiativen in dem sozialen Entrepreneurship-Bereich vor allen Dingen, aber auch Kampagnen. Und wir haben in den letzten Jahren halt über 700 Projekte eben gestartet, davon mit 400 Mentoren zusammen. Darunter auch Interrail zum Beispiel, die Interrail-Geschichte mit über 1 Million Freitickets für eben junge Leute, damit sie eben in Europa kostenlos mit dem Zug fahren können. Und das sind einfach Initiativen, die wir permanent jeden Tag mit unserem Team anstoßen. Und in dem Fall haben wir auch gesagt, wir wollen auch Kampagnen starten in dem Fall. Wir glauben fest daran eben, dass wir eben hier proeuropäisch handeln müssen und dass wir eben Leute motivieren wollen, zu wählen zu gehen. Wir haben ja das Problem in Deutschland eben, wir haben zwar eine hohe Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik, wenn es darum geht, um die Bundestagswahlen, aber wenn wir über die Europäische Union reden, dann sieht das ganz anders aus, dann sind es bei knapp 40, 45, 48%. Das ist natürlich alarmierend, wenn die Hälfte der Menschen nicht wählen geht. Leider Gottes ist es so, dass bei jungen Leuten vor allen Dingen das Wahlinteresse sehr gering ist. Wir reden da von knapp 30%. Und deswegen glauben wir, dass wir eben diese Menschen, diese Passive Positives nennen wir die, das sind junge Menschen, die proeuropäisch ticken, das ist weit über die Mehrheit, die aber wir zum Wählen motivieren wollen. Und das sind mindestens 1 Million Menschen, die wir jetzt in den nächsten 8 Wochen noch mobilisieren wollen, neben ganz vielen anderen Bewegungen. Ne? Pulse of Europe gibt es, es gibt ganz andere, Alliance for Europe und so weiter, die eben auch mit der Musikindustrie zusammen das machen wollen. Ne? Das ist in dem Fall der Queen Song, Freedom, jetzt müssen wir kurz helfen. Auf jeden Fall der berühmte Queen Song zusammen mit Aliens for Europe. Friends Day Friends, denke ich mal, so heißt es.
Ja, Bohemia. Genau, genau, die waren das, ja. Die Kollegen, die haben es halt geschafft mit Aliens for Europe zusammen. Altersfrage, ne? Ja. Geiler Film. Ne? Jung geblieben, ja klar. Die haben es geschafft, eben mit Aliens for Europe zum Beispiel auch hinzugehen und zu sagen, wir nehmen die Musikrechte raus und wir lassen eben dann in dem Fall die Bewegung, die eben dort pro-europäisch agiert, eben diesen Song nutzen, um eben zu zeigen, was wir hier in Europa Freunde miteinander brauchen. Ne, und wir haben, glaube ich, Angst, dass eben Brexit und Trump und so weiter, wir wissen eben, wir sagen mal, das passiert schon nicht und dann passiert es doch. Ja, und genauso ist es jetzt bei der Europawahl genau das Gleiche. Deswegen setzen wir uns sehr stark dafür ein, eben da eben Initiativen zu starten. Wir bringen Visionäre zusammen, wir bringen Strategen zusammen, wir bringen Creative Minds zusammen und eben Künstlerinnen und Künstler, Influencer vor allen Dingen. Und bringen die zusammen, eben um entsprechende Last-Minute, Last-Mile-Kampagne, nennen wir das, quasi zu aktivieren. Weil diese Millionen Menschen sind 3,3%. Das ist nicht wenig. Ja, und wenn wir eine Million machen, wenn die anderen Kollegen eine Million machen, dann sind wir bei 6-7 Millionen Menschen. Das sind durchaus dann 10-15% an Wählerstimmen, die sich da bewegen können. Und das in Deutschland. Also ich habe festgestellt, vielen Dank, dass quasi in letzter Zeit erst viele Gruppen aufgewacht sind und jetzt einfach mal sich auch pro-europäisch einfach mal so bewegen. Ich ein Beispiel reingebe hier, was jetzt gar nicht das Thema wahrscheinlich ist. Umweltverbände, die sind erst vor kurzem bei uns Mitglied geworden und haben jetzt wirklich eine starke Kampagne, fahren sie, wir wollen ein starkes Europa, um unsere Position durchzusetzen. Also es gibt so eine allgemeine Tendenz und meine These ist jetzt durchaus, es wird besser, als man befürchtet. Aber wird das ausreichen, wenn man auf der einen Seite jetzt Leute mobilisiert und sagt, wir wollen die großen Visionen, starke Kulturpolitik, tolle Programme, wir wollen, ja, ich habe das soziale Europa jetzt reingebracht, nicht wegen des Themas heute, sondern grundsätzlich als Vision reinzubringen. Wie wollen wir tatsächlich dann, wenn es dann nach der Wahl dann zur Konstituierung des Europaparlaments kommt, dann geht es ja dann darum, eine neue Kommission zu wählen, sich mit dem Europäischen Rat zu streiten, wer da reinkommt, wer Kommissionspräsidentin oder Präsident wird. Glauben Sie, dann waren Sie an der Urne und wunderbar, dann ist alles fertig und dann haben wir eine hohe Wahlbeteiligung und dann hat der Mohr seine Schuldigkeit getan, ist das dann so? Das ist ja Schritt zwei. Ja. Also Schritt eins ist auf jeden Fall erstmal überhaupt zu schauen, dass wir am 26. Mai die Legitimierung finden durch die demokratischen Parteien und eben durch die Bevölkerung. Und danach geht es natürlich weiter. Dass nicht immer alles toll ist und rosig, ist auch klar. Aber wir glauben an den Ersten, wirklich, was wir alle machen müssen, ist Leute zu mobilisieren, zur Wahl zu gehen. Das ist halt kritisch. Ja. In dem Fall sind es 30% nur von den jungen Leuten, die wählen gehen wollen. Das müssen wir auf 60% hochkriegen. Und das ist der erste Schritt. Danach natürlich gibt es da super, super viel zu tun. Natürlich gibt es Möglichkeiten. Und wir arbeiten ja, wir haben heute von vielen tollen Beispielen gehört, wie das dann doch mit der Kommunikation besser klappen könnte in Zukunft. Und wie man das Ganze noch besser gestalten, damit alle in dem Fall was gewinnen können. Wir können aber niemanden hinterherlassen. Und vor allen Dingen, wenn es eben in die Hände der Antieuropäer geht, dann haben wir ein anderes Problem. Weil dann kommen nämlich die ganzen, wir haben heute auch von Unternehmen gehört, die eben ja auch nicht nur die Musik nutzen, sondern eben auch ne, gehen und so weiter. Da müssen wir die eben auch entsprechend bei Laune halten, die wir halt pro-europäisch lernen. Herr Brandus, also doch so ein Stück weit mehr Populismus reinschmeißen und zu sagen, egal wie, wir müssen auf jeden Fall zur Wahl gehen und sonst geht alles auseinander und jetzt mit Angst und Furcht ranzugehen oder was ist jetzt sind Ihre Argumente? Nee, das würde ich nicht sagen. Also werben auch für eine höhere Wahlbeteiligung hat ja nicht wirklich was mit Populismus zu tun. Aber natürlich ist klar, man muss Demokratie lernen. Ja, also das muss man schlicht und einfach mal zu glauben, dass das irgendwie vom Himmel fällt oder sowas und die nächsten Generationen, das keine Ahnung, wieso Beeren vom Strauch pflücken oder so, das ist ja Quatsch. Sondern es muss gelernt werden. Das ist auch vieles, was Politik auch selber stärker noch verstehen muss. Politische Bildung fördern, kulturelle Bildung fördern. Da muss vieles noch mehr in Schule passieren. Also ich könnte das jetzt munter aufzählen. Und das Entscheidende ist aber, dass das ein ganz tolles Projekt ist, das ein Baustein sein kann. Ein großer, hoffentlich ganz großer Baustein, wo man anschließend auch anknüpfen muss und natürlich auch klar machen muss, jetzt wenn gewählt ist, gibt es keine Knöpfe, die man drückt und auf einmal werden genau die Entscheidungen getroffen, die ich mir gewünscht habe, sondern demokratische Prozesse dauern erstens länger und enden am Ende mit Kompromissen. Und mal klar zu machen, dass das nichts Schlechtes ist, sondern im Gegenteil, dass das etwas Gutes ist und eben nicht sozusagen abgelöst werden muss durch irgendwelche Schreihälse, die die einfachen Antworten auf die komplexen Fragen haben, das ist Aufgabe von allen. Da wünsche ich mir viel mehr Politisierung übrigens auch im Bereich der Künstlerinnen und Künstler, im Bereich der Medien, im Bereich der Kirchen, der Sportvereine und was weiß ich was allem. Politisierung. Zu sagen, das geht uns irgendwie nichts an und das geht ja ganz gut bei uns,
Ich glaube, damit muss wirklich Schluss sein. Das ist auch nichts, was ich mir sozusagen als Politik alleine zuschieben lasse. Ich nehme das an, aber ich gebe es auch wieder zurück an all diejenigen, die eine Wirkmacht haben, eine Wirkmacht in eine Öffentlichkeit herein, um klarzumachen, dass Demokratie ein bisschen schwieriger ist, aber dafür am Ende besser. Ist Europapolitik schwieriger als nationale Politik oder ist das eine größere Aufgabe? Wo liegen da die Knackpunkte? Sie ist komplett anders. Mhm. Ich habe ja nicht das System, was wir aus den Landtagen und aus dem Bundestag kennen. Ich habe eine Regierung, die von einer Koalition getragen wird und auf der anderen Seite ist Opposition. Das ist relativ klar sortiert. Ich habe auch immer dann auf der Koalitionsseite ganz klar definierte Ansprechpartner für eine Mehrheit und egal, was aus der Opposition kommt, das kann noch so gut sein, das setzt sich nicht durch. Ja, weil selbst wenn es in die Nähe dessen kommt, was eine Regierung machen will, wird sie immer irgendeinen Umweg finden, es dann anders zu formulieren, anders zu nennen. Da hat man dann als Opposition vielleicht die Möglichkeit, einen Anstoß zu geben, dass etwas in diese Richtung geht. Aber ich kann also, egal welches Konzept ich jetzt als Freidemokraten aus der Opposition heraus präsentiere, es wird keine Mehrheit im Deutschen Bundestag finden. Das ist auf der europäischen Ebene anders, weil wir zu den Parteien, die sich da auch in Fraktionen sammeln, zusätzlich aber eben auch nationale durchaus Interessen und Strömungen haben. Es ist deswegen anders, weil wir leider immer noch nicht kein richtiges Parlament sind. Stichwort auch Gesetzesinitiativrecht. Also uns nur mit den Vorlagen, bitte. Ja, das fordern fast alle Parteien. Ja, dann haben wir jetzt vielleicht mal das Zeitfenster, um es endlich umzusetzen. Das wäre herrlich, ja, weil also ich als Abgeordnete, ich mache das jetzt im 20. Jahr auf Landes- und auf Bundesebene, mir noch momentan noch gar nicht ausmalen kann, dass ich mich nur mit dem beschäftigen darf, was die Kommission mir hinwirft, ja, und nicht von mir aus diese Initiativen erreichen und dafür auch Mehrheiten suchen kann. Und es ist natürlich auch anders, weil wir mit der Kommission ein Gegenüber haben, was ja nicht, wir bestätigen es nachher, aber nachher erstmal vom Entsendungsprozess wieder aus den Hauptstädten abhängt. Also nochmal ein ganz starker Aspekt, der eigentlich eher mitgliedstaatlich geprägt ist und dann als dritten Mitspieler den Rat. Heißt aber auf der anderen Seite, ich habe auch andere Möglichkeiten als Europaabgeordneter, weil ich kann mir meine Mehrheiten suchen. Ich kann also unterwegs sein mit einem Konzept, mit einer Idee, vor allem wenn ich das frühzeitig auch in diesen drei verschiedenen Institutionen quasi kommunikativ, organisatorisch hinbekomme, habe ich die Chance für etwas, was ein Einzelner oder eine einzelne Gruppe aufbringt, wirklich eine Mehrheit zu organisieren. Das ist ein langwierigerer Prozess, man ist mit viel, viel mehr Menschen unterwegs, auch im Gespräch. Das macht die Diskussion auf europäischer Ebene komplett anders, aber diese Chance besteht im Gegensatz zu dem, was ich in der nationalen Politik jetzt seit 20 Jahren erlebe. Das finde ich jetzt wiederum hochspannend, möchte trotzdem die Strukturen verbessern und verändern, aber das ist zumindest etwas, was ich an der Stelle gut finde. So, und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, den wir hier eben schon an, nur das müssen wir auch vermitteln. Und das ist, glaube ich, ein Problem, wenn es um Europawahlen geht. Ich höre immer wieder diesen Spruch, dass er ganz weit weg. Wenn ich das jetzt, und jetzt gehen Sie weg, Frau Beer, wie schade. Ja? So, ich sage, hallo, ich gehe nicht weg. Ich bin ja immer noch da. Und von mir aus Frankfurt heraus sind es 400 Kilometer. Wenn ich in die Hauptstadt hier nach Berlin fahre, sind es 600 Kilometer. Also so weit weg ist es erstmal nicht. Aber wir müssen es erklären. Und wir müssen vor allem aufzeigen, und da fand ich vorhin das Panel interessant im Hinblick Diskussionsmoment, Uploadfilter. Wir müssen aufzeigen, dass die Prozesse viel vorgelagerter sind als das, was hier in der nationalen Politik ankommt. Ich fand, dass die Frage Urheberrecht, Uploadfilter diesmal ein erster Punkt war oder einer der wenigen Punkte, wo eine nationale Öffentlichkeit aufgewacht ist, bevor das Ding verabschiedet war. Das kenne ich noch ganz anders. Ich weiß, dass ich mit europäischen Themen selbst als Landtagsabgeordnete schon rumgelaufen bin, um hier zu sensibilisieren. Und die Grundreaktion war, aber Frau Beer, das ist ja noch nicht auf der Tagesordnung vom Rat. Da sage ich ja eben, das ist noch nicht auf der Tagesordnung verraten. Jetzt können wir noch was tun. Also ich habe einen längeren Prozess, in dem ich wirklich auch Input geben kann, mit dem erfolgreich sein kann. Das muss man hier vermitteln und dafür glaube ich, für diese Vermittlung, so sehr wir uns auch als Politikerinnen und Politiker anstrengen können, ich glaube, es braucht eine europäische Medienöffentlichkeit. Das haben wir nicht. Wir haben das gesplittet in nationale Blickwinkel. Es wird hier mal in Spezialformaten auch aus anderen Ländern berichtet, aber es gibt im Grunde genommen keine europäische Brille da drauf. Und wenn das nicht in der Form auch leicht und einfach verfügbar ist, dann glaube ich, werden wir da Schwierigkeiten und auch irgendwo Hürden haben als Politiker, das dann zu transportieren. Dafür sind 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger einfach wahnsinnig viel für so ein paar Abgeordnete.
Wunderbar. Ich möchte ganz schon mal auch öffnen, wenn Sie Fragen haben, sich hier zu melden. Ich würde dann ganz kurz noch ein paar Sachen dazu sagen oder einfach nochmal abzubinden von unserer Seite. Die europäische Öffentlichkeit, hat es jetzt vielleicht doch was gebracht, diese Urheberrechtsdebatte, dass es hochgekocht ist, wie es auch schon bei TTIP gehasst hat und bei anderen Dingen, dass man durch Streit, auch überzogenen Streit und durch falsche Aussagen, dass man sich zumindest mehr darum kümmert. Also das Thema Trilog haben wir vor 3 Jahren bei der EBD schon gebracht. Es hat noch keinen interessiert. Mittlerweile kennt das Wort fast jeder, so wie bei Brexit und bei anderen Sachen. Vielleicht aus der nationalen Brille, die haben Sie natürlich nicht alleine nur, aber aus der Multi-Ebenen-Brille heraus. Reicht da also neben dem, was man richtigerweise macht, Mobilisierung, Aufklärung, aber reicht dann nicht auch der Streit aus, um quasi Leute zur Wahlurne zu bringen? Also natürlich ist eine Auseinandersetzung mit politischen Prozessen gut, erstmal gut, würde ich schon sagen. Also das kann man jetzt an der Urheberrechtsfrage, also tatsächlich jede Besuchergruppe, die wir so haben, Schülergruppen 12, 13, 14, 15, haben eigentlich alle gefragt nach Artikel 13. So. Das ist, wie ist denn das mit Artikel 13? Macht ihr jetzt das Internet kaputt? Das ist erstmal positiv, dass junge Leute oder überhaupt sich Menschen mit politischen Themen auseinandersetzen. Mein Kritikpunkt vorhin war, dass es nicht gelungen ist, das sozusagen so einzuhegen, dass es ein gewisses Maß an Sachlichkeit bekommen hätte, nach meiner bescheidenen Einschätzung. Die FDP beteiligt sich ja morgen nochmal an der Debatte im Deutschen Bundestag mit einer aktuellen Stunde, wahrscheinlich dagegen, nehme ich an. Aber kommt jetzt darauf an, was du dagegen meinst, nicht gegen das Urheberrecht, gegen aber gegen Uploadfilter, für Lizenzierung. Ja. Gut, sei es drum. Also so, das ähnliches Phänomen ist ja mit diesen Fridays for Future Demonstrationen, jetzt mal um ein Beispiel aus einem anderen Themenfeld zu nehmen. Natürlich ist das, wenn man erwachsen, professionell da drauf guckt, alles ein bisschen naiv. Aber das Tolle ist, dass wahnsinnig viele junge Menschen sich für ein gesellschaftspolitisches Großthema interessieren und das also überhaupt nicht stimmt, dass die auf nichts Bock hätten. So, das ist sozusagen erstmal die Erkenntnis daraus. Und dem produktive Wege und Bahnen zu geben oder zu helfen, dass sie sie finden, das muss Aufgabe, glaube ich, auch so von Politik mit sein. Also ich finde das erstmal gut, dass viel diskutiert wird. Gibt es noch eine Frage von Ihrer Seite? Das ist ja ein wahnsinniges gibt es kein Vermittlungsproblem hier vorne, dann ist alles wunderbar dargestellt. Ich komme noch mal ganz kurz zurück auch auf die Ausstattung. Also dann gehe mal davon aus, Sie sitzt hoffentlich im Europaparlament. Soll man ja nicht beschwören, aber das Parteienwahlsystem macht es vielfach ja auch möglich. Da gibt es dann eine neue Kommission irgendwann, dann wartet man auf diese neuen Initiativen. Dann gibt es natürlich den Lobbyismus, den ich persönlich und auch als EBD-Sicht durchaus neutral betrachte, der natürlich die Ideen in die Welt setzt, möglichst frühzeitig, damit alle möglichen Leute in der Kommission drauf kommen, eine Gesetzesinitiative zu bringen. Es wird Dinge abgearbeitet werden, das dauert wahrscheinlich noch. Dann gibt es noch den Brexit, der uns herrlich beschäftigen wird, weiterhin wahrscheinlich noch. Was ist dann da zu erwarten? Man fordert das Initiativrecht für das Europäische Parlament, man fordert eine große, mehr europäische Öffentlichkeit. Wie kann man dann wirklich das tatsächlich umsetzen im Europaparlament? Das ist ja ein riesen Sisyphus, aber wenn man das ja nicht nur rein national betrachtet. Ja, das ist schon richtig. Ich würde allerdings mit einem anfangen, weil das letztendlich die Definition nachher für die Kommission ist, nämlich die Verkleinerung der Kommission endlich umzusetzen. Also ich glaube nicht, dass wir 28 Kommissare brauchen. Im Lissabon-Vertrag ist das schon mal festgehalten worden. Das ist irgendwie... Geht es jedes Mal unter, wenn Sie neu bestückt werden? Über Bundestag habe ich das gehört. Das Bundestag ist ja auch wahnsinnig weit in der Frage, ne? Ja, da haben wir gerade, also wir hatten ja ein Konzept vorgelegt, wir werden das jetzt auch nochmal einbringen. Es ist schade, dass dann, da sind dann immer so diese Sitzinteressen größer an dem Punkt. Aber das nur als kleine Bemerkung am Rande an dieser Stelle. Ich glaube, dass man relativ unmittelbar auch loslegen kann, wenn man sich nicht davon aufhalten lässt, zu warten, was da kommt.
So, und deswegen diese Gesprächsbereitschaft, die ich in Brüssel die 3 Jahre, die ich schon da war, erlebt habe, die finde ich schon bemerkenswert, weil ehe ich hier irgendwelche Zugänge als Opposition zu zum Beispiel Ministerien oder Bundesbehörden habe, das ist dann immer nett und freundlich, weil irgendwann kann man es der Abgeordneten auch nicht mehr abschlagen, aber in der Regel formfrei, fristlos und fruchtlos. So, und da habe ich eben bessere Ansätze in Europa erlebt. Das heißt, wenn ich da frühzeitig und dann gar nicht mal direkt nur auf der Ebene des Kommissars, sondern wenn ich das in der Organisation mit den zuständigen Generaldirektionen platzieren kann, dafür auch Leidenschaft und Unterstützung becken kann, dann kann man diesen Apparat, sage ich mal, indirekt benutzen, um sowas zu machen. So, und solange das mit dem Gesetzesinitiativrecht noch nicht der Fall ist, wir werden da dranbleiben, gerade weil es sich jetzt irgendwie scheint so, dass es gar keinen mehr gibt, der dagegen ist, dann sollte man es endlich mal machen. Die AfD möchte eine Abschaffung des Europäischen Parlaments. Ja gut, die AfD will Europa auflösen, also von daher, die kandidieren für ein Parlament, weil sie abschaffen wollen, ist für mich ein bisschen absurd, aber muss man jetzt nicht kommentieren, das müssen Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob das ein überzeugendes Konzept ist. Aber dann an dieser Stelle eben voranschreiten in diesem Punkt und dann gibt es ja natürlich auch über die mittelfristige Finanzplanung die entsprechenden Beratungen, was dann auch die Unterstützung in finanzieller Hinsicht betrifft. Herr Bartel, wenn Sie da jetzt rangehen, die haben schon gedacht, Phase 2 gibt es schon, das haben sie schon alles in ihrem strategischen Köcher drin. Ne? Das ist, da gehen sie jetzt in die zweite Ebene rein und jetzt sitzt da Nicola Baer, inshallah, im Parlament. Und dann wissen sie schon, ah, wir haben uns auf dem Podium getroffen und jetzt geht's los. Das noch. Was sind die 3 Punkte, die sie da anbringen würden? Also tatsächlich beschäftige ich mich wirklich mit dieser Phase 1. Ja, weil wir wollen inhaltlich, wir können das Sie hatten vorhin der Phase 2 geredet vorhin. Ja, ich habe gesagt, die kommt danach. Die okay, Phase 2 ist aber nicht gestaltet. Ja. Die Phase 2 wird gestaltet von den Bürgerinnen und Bürgern und vor allen Dingen durch die Vertreter der Parteien. Wir sind jetzt überparteilich, in dem Fall werden wir da jetzt nicht inhaltlich irgendwo da was kommentieren. Was uns sehr, sehr wichtig ist, ist in der Jetztzeit hier zu sein. Das war ja heute auch nochmal das Thema, in der Jetztzeit hier zu sein, weil wir haben jetzt noch 9 oder 10 Wochen bis zur Europawahl. Und jetzt ist es halt an der Zeit, jetzt die Leute zu mobilisieren und aufzuwecken, zu sagen, liebe Freunde, geht wählen. Das ist das Einzige, wofür wir stehen, was wir glauben, was wichtig ist. Und inhaltlich natürlich ist das natürlich dann natürlich durch die Parteien vorzugeben und zu gestalten. Ja, das sind wir aber jetzt in dem Fall. Wir haben natürlich schon unsere eigenen Meinungen, ja, und unsere eigenen Ideen natürlich auch. Ne? Aber wie gesagt, in dem Fall geht es wirklich um die Zivilgesellschaft, um das europäische Grundwahlrecht zu nehmen. Und wir kennen viele Menschen auf der ganzen Welt, die das gerne haben möchten, das Wahlrecht. Und das sie nicht haben. Ja? Und ich glaube, wir können vor allem mit Musikerinnen und Musikern, mit Künstlerinnen und Künstlern diese jungen Menschen bewegen, zu sagen, Leute, geht was wählen. Egal was im Endeffekt, aber wir wissen ja. Bei den Künstlern fällt mir immer der Herr Böhmermann ein, wo ich mich geschüttelt habe. Nur einer. Ja, aber wo ich mich geschüttelt habe, dass er auf einmal von den Vereinigten Staaten von Europa geredet hat, was mir als Verbandsvertreter jahrelang immer ausgeredet wurde, dass man es auf keinen Fall machen sollte. Aber gut, es ist alles ein Prozess, alles fließt und bitteschön. Mein Name ist Martin Schäfer, ich bin Rechtsanwalt in Berlin und beschäftige mich sehr viel mit Urheberrecht, aber die Frage oder die Anregung, ich weiß gar nicht, ob es eher eine Frage oder eher eine Anregung ist, bezieht sich darauf, wie wir jetzt gerade erlebt haben, dass ein Parlament in der EU mit einem Berichterstatter für ein solches Riesenthema im Grunde genommen völlig überrollt wird. Also ich glaube, dass der Axel Voss, der jetzt als Berichterstatter die unglückliche Aufgabe hatte, da für dieses Thema als einziger sozusagen erstmal zu stehen, alles zu sammeln, gut ein bisschen mehr Infrastruktur hätte gebrauchen können, als die EU-Parlamentariern üblicherweise in einer solchen Position zur Verfügung stehen. Wir haben ja hier eine Situation, wie sie bei uns im Deutschen Bundestag nicht so extrem auftaucht. Und durch die Verfassung der Europäischen Union kann es eben zu einer Situation kommen, wie das jetzt geschehen ist, dass sozusagen, ich habe noch in Erinnerung ein Gespräch mit ihm, das war vor über einem Jahr. Das war damals schon extrem. Ich weiß das also auch aus Gesprächen mit Abgeordneten, die als Berichterstatter im Europäischen Parlament viel, viel früher schon tätig waren, die sozusagen mit einer Art Spam-Attacke letzten Endes überhaupt nicht mehr filtern konnten. Und ich frage mich manchmal, ob dieses Thema nicht im Parlament auch nochmal dadurch hinterfangen werden sollte, dass einfach mehr Unterstützung aus den Boardmitteln des Parlaments, den Berichterstattern zur Verfügung gestellt wird mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und so weiter. Ist das etwas, was realistisch ist oder sagen Sie, das ist so eine Ausnahmesituation, dass in so einem Pille-Palle-Thema
wie Urheberrecht das so läuft, dass im Grunde genommen eine ganze Europäische Union so wie ein Mann auf so eine kleine Gruppe von Leuten herfällt. Mhm. Wer schon mal in einem Abgeordnetenbüro in Straßburg saß, in Brüssel ist nicht ganz so schlimm, der weiß, viel Spaß, das wird echt eng, ne? Das ist und von Human Resources mal ganz abgesehen. Ist das so? Brauchen wir wirklich schlichtweg mehr Investitionen in die Demokratie, in die parlamentarische Demokratie der Europäischen Union? Und dann kostet es ja wieder was, dann gehen wir wieder in Diskussion rein, wie der deutsche Zahlmeister quasi nochmal ausgeschöpft werden soll. Ist das so? Also ich nehme das gern mal auch zusätzlich als Anregung mit. Wir haben ja um jeden Berichterstatter auch nochmal einen Kreis von Schattenberichterstatter, also um das in die Breite auch des Parlaments zu tragen. Also von daher besteht schon die Möglichkeit, sich auch in der Breite der Abgeordneten damit zu beschäftigen. Aber klar, da hat einer ein Dossier und dann ist plötzlich ein Dossier wird sehr, sehr groß und damit sehr schwierig. Und auch das, was wir hier ja vorhin als Multi-Stakeholder-Prozess gehört haben, das will organisiert sein an dieser Stelle. Also ich werde mich jetzt als hoffentlich, nochmal auf Holz klopfen, zukünftige Abgeordnete überhaupt nicht gegen so eine Idee wenden. Ich sehe das hier im Deutschen Bundestag, auch ein Riesenvorteil meines Erachtens gegenüber den Landtagen, dass allein so ein wissenschaftlicher Dienst in der Hilfe der Unterfütterung, auch juristischen Überprüfung eine riesige Hilfe ist. Ich glaube, sowas sollte eigentlich Standard sein. Nicht nur auf dieser Ebene, sondern auch auf den anderen. Man muss es nachher immer austarieren, weil Sie haben gerade eben von Shitstorm und gesprochen. Das ist alles, was irgendwie Abgeordnetenstatus und Abgeordnetenzuarbeit betrifft. Ehrlich gesagt, das ist sowas von Shitstorm gefährdet. Und wir haben das ja hier auch. Also ob das nun dieses Thema ist, ich glaube, mein offizieller Büro-Account, weiß ich nicht, ob die da jetzt schon wieder irgendwie am Boden der Tatsachen angekommen sind, ist übergequollen. Das ist ja etwas, mit dem Politik immer umgehen muss. Aber ich glaube, auf der Basis der Erarbeitung und der Verhandlung, weil hier sprechen wir ja wirklich über Verhandlungen durch einzelne Berichterstatter, da wäre es gut, noch eine stärkere Struktur zu haben, die da unterstützt. Mhm. Gut, ich gucke auf die Organisatoren. Wir sind zu spät. Wir sind jetzt perfekt. Gut, dann sind wir sowieso mit dem Podium perfekt gewesen und mit dem Publikum. Vielen Dank. Ich möchte vielleicht als letzte Runde reingeben. Ja, eigentlich finde ich es immer schrecklich, mit den Wahlbeteiligungen ranzugehen. Das ist Ihr Thema, ich sehe das auch. Bei der Kölner Oberbürgermeisterwahl, Stichwahl, glaube ich, waren 40%. Würde jetzt auch kein kölnischer Junge der Stadt Köln in Frage stellen. Aber gut, was schätzen Sie? Wird es besser, auch durch Ihre Hilfe, wird es besser? Und was müssen wir dann noch auf den letzten Metern für tun? Ich bin ganz sicher, dass es besser wird. Ich glaube, es ist ja in dem Fall ein sehr wichtiges Thema, wie gesagt, nochmal für Pro-Europa zu stehen, einfach das auszukommunizieren, auszusagen und eben auszusprechen. Und ich glaube, in dem Fall, wenn wir wirklich, und wir haben am Ende des Monats ein Bootcamp dazu, wir bringen Influencer mit Strategen und mit Visionären und Machern zusammen, die eben dann alles bereitstellen an Tools, an Methoden, an Ton- und Video-Setups und so weiter, wo eben dann auch Musikerinnen und Musiker und auch Sie eingeladen sind, dort entsprechend was eben zur Aktivierung der jungen Leute beizutragen, ohne jetzt inhaltlich zu diskutieren zu müssen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, wir wollen in dem Fall, es geht hier wirklich um das demokratische Wahlrecht wahrzunehmen und mehr nicht. Wir fokussieren uns da wirklich sehr stark darauf. Und wir glauben, dass Influencer mit einem Potenzial für über 23 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der jungen Zielgruppe ihrer Musikerinnen und Musiker, die riesige Fanbases haben, das trauen sie sich, das zu kommunizieren. Die Musiker können das öfters sagen. Also ich glaube auch, dass die Beteiligung an der Europawahl deutlich, deutlich steigen wird. Ich glaube aber, dass bei ganz vielen noch nicht ausgemacht ist, ob man das alles doof findet oder ob man das alles gut findet. Und da, glaube ich, bewegt sich in den letzten Wochen, kann sich noch sehr, sehr vieles bewegen. Wir haben jetzt, sage ich mal, Entschuldigung, weil wir zwei kennen uns auch schon relativ lange, auch über die Landesebene, aber faktisch für mich als Freie Demokratin das weiter so der großen Koalition in Brüssel. So, und wir haben die Frage, wollen wir dieses Europa, weil es gibt Skeptiker, wollen wir das erneuern? Gibt es eine Möglichkeit, eine Reformmehrheit zu bilden im Europäischen Parlament? Und genau auf diese Reformen würde ich gerne hinarbeiten und deswegen versuche ich jedem klarzumachen, es macht nicht nur einen Unterschied hinzugehen, sondern es kommt auch darauf an, welche dieser Kräfte du stark machst. Vielen Dank. Wir von der Europäischen Bewegung, wir sind sehr stark darauf aus, dass das, was Sie gesagt haben, dann auch wirklich gemacht wird. Das ist wunderbar. Wir stehen wirklich stark für Pluralismus und den Wettstreit und ich glaube, der Pluralismus hat zwei Feinde, einmal die Populisten
und die Technokraten, und beides ist nicht gewollt, glaube ich, für eine demokratische Struktur. Und wenn sie weder alle helfen, glaube ich, dann kommen sie A ins Parlament und B kommen sie mit ihrer Politik zusätzlich noch durch, und wir werden, glaube ich, happy auseinandergehen. Ich glaube, das wird jetzt nicht nur darauf ankommen, negativ alles zu befürchten, sondern auch positiv für etwas zu arbeiten. Da stehen Sie auch für. Vielen Dank und danke für die Einladung. Vielen Dank, Nicola Bär, Martin Rabanus, Daniel Bartel und auch Bernd für die Moderation. Bleibt gerne noch etwas, wenn ihr es denn nicht, also weiterhin viel Kraft beim Wahlkampf. Danke, danke, dass du hier warst, und an dieser Stelle auch die, sagen wir mal, die verschiedenen Aspekte der Aktivierung über den Uploadfilter hinaus mit uns diskutiert hast. Ich freue mich jetzt am Ende, weil es früher nicht möglich war, den Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, parlamentarischen Staatssekretär Herrn Hirte, hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ich hatte es vorhin gesagt, es war ihm ein ausdrücklicher Wunsch, hier sprechen zu können. Deshalb haben wir das alles auch so bis hin zum Zeitmanagement so gebaut. Und deshalb, the floor is yours, und auch an Sie danach. Bleiben Sie gerne noch ein paar Minütchen da, dann können wir Ihnen auch erzählen, was Sie alles vorher verpasst haben. Und ich freue mich auf Ihre Rede. Vielen Dank. Herr Dr. Drücke, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst ganz herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Kulturkonferenz. Und ich bin deswegen so gerne gekommen und habe darauf gedrängt, das irgendwie einrichten zu können, weil ich halt denke, dass es erstens eine spannende Zeit ist, in der Sie sich hier treffen, und zweitens natürlich, dass Sie auch für eine Branche stehen, die dauerhaft eine große und eine wichtige Rolle nicht nur für unsere Volkswirtschaft spielt, sondern natürlich auch für das Miteinander. Das ist ja gerade bei den Kollegen aus dem politischen Bereich deutlich geworden, dass in den politischen Debatten natürlich auch die Kultur- und Kreativwirtschaft ein bisschen mehr ist als nur das rein ökonomische, wo wir vielleicht augenscheinlich im Bundeswirtschaftsministerium zunächst für zuständig wären. Und Sie haben die Konferenz, glaube ich, auch ganz gut gewählt, nämlich einerseits zwischen dem Kreativ- und Digitalfestival South by Southwest und andererseits der gerade schon diskutierten Europawahl. Und in diesen Zeiten ist, glaube ich, nur klar, dass ganz viel unklar ist, alles im Ungewissen liegt, wir vor großen Herausforderungen stehen, nicht nur was Europa angeht, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, etwa wenn wir darüber reden, wie sieht es denn aus mit den künftigen Geschäftsmodellen, mit den Vertriebswegen oder welches die Themen sind, die in 5 oder in 10 Jahren uns bewegen oder geschäftlich noch tragen, und wohin bewegt sich am Ende auch die Musikwirtschaft. Ich habe es eben gerade schon gesagt, sie ist neben der politisch-gesellschaftlichen Dimension natürlich auch ein wichtiger ökonomischer Teil. Und sie war Vorreiter und steht exemplarisch gerade für den durch die Digitalisierung ausgelösten tiefgehenden und schnellen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die Musikwirtschaft hat gerade gezeigt, dass es sich auszahlen kann, Trends frühzeitig zu erkennen und sich für innovative Verwertungsformen einzusetzen, Vertriebskanäle zu öffnen und sich den Themen auch tatsächlich aktiv zu stellen. Auf den bisherigen Erfolgen kann sich aber am Ende niemand ausruhen. Schon die antiken Philosophen wussten, man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Für unsere Wirtschaft bedeutet das am Ende auch, nur wer dynamisch weiterschwimmt oder vielleicht voranschwimmt, bleibt überhaupt über Wasser. Und für Ihre Branche gilt das mindestens genauso, insbesondere weil man natürlich erkennt, dass sich alles extrem dynamisch in den digitalen Raum verschiebt. Mittlerweile sind weit über die Hälfte des Umsatzes mit Audio, Videostreams und Downloads erwirtschaftet, während das physische Geschäft deutlich rückläufig ist. Und mit einem Plus von über 33% schoss das Audio-Streaming in 2018 in die Höhe. Das sind schon, finde ich, ganz beachtliche Zahlen. Gleichzeitig, und vermutlich ist das heute Morgen schon intensiv debattiert worden, nimmt die Auseinandersetzung um das Urheberrecht im digitalen Raum an Schärfe zu, während vor 10 Jahren vor allem um den technischen Umgang mit Internetpiraterie und um die Frage Löschen oder Blocken diskutiert wurde, geht es heute um neue Gesetzgebungsvorhaben, um Einwilligen und Bezahlen versus Filtern. Das mobilisiert natürlich viele. Auch dahingehend leben wir natürlich in bewegenden Zeiten.
Und eine der Herausforderungen besteht natürlich darin, dass wir eine klare Rechtslage schaffen, in der kreative Inhalte geschützt und wertgeschätzt werden, inhaltlich, aber eben auch monetär. Und es ist aus unserer Sicht ausdrücklich gut und zu begrüßen, dass sich die Musikbranche aktiv in den Diskussionen einbringt, auch über den rechtlichen Rahmen. Und nicht nur hier, sondern auch und gerade in Brüssel. Vielleicht ein paar Anmerkungen zu dem, was gerade in den letzten Wochen zur Urheberrechtsrichtlinie in Europa diskutiert und am Ende beschlossen wurden. Politik kann nicht perfekte Rahmenbedingungen für jeden schaffen. Und es ist geradezu der Sache immanent, auch bei der Urheberrechtsdiskussion, dass bei komplexen Fragestellungen und stark divergierenden Interessen unterschiedliche Positionen vertreten werden und am Ende auch nicht alle am Ende zufrieden sein können. Nämlich die Interessen von Kreativen, Unternehmen, der Kulturwirtschaft, Plattformen und Nutzern. Und damit eine Initiative und die Richtlinie am Ende überhaupt zum Erfolg kommen konnte, musste man natürlich auch Kompromisse schließen, vor allem mit Frankreich. Ich möchte vielleicht ganz grundsätzlich sagen, dass wir in Deutschland am Ende im Grunde nach, so haben wir es im Koalitionsvertrag vereinbart, einen Upload-Filter verhindern wollen. Aber wenn wir uns anschauen, was die großen Plattformen heute schon machen, die haben nämlich bereits Filter, aber eben Filter, die durch AGBs oder durch Vorstellungen einiger weniger Konzerne bestimmt werden. Und wenn man so will, entweder durch deren moralisches oder geschäftliches Empfinden gesteuert sind und insbesondere natürlich das Empfinden, was häufig in den USA herrscht, vielleicht auch juristisch geregelt ist. Vereinfacht gesagt, es ist eben klar, heißt das halt häufig blanke Brüste raus, Hate Speech rein. Und jetzt kann man unter der Rechtfertigung von Meinungsfreiheit, ne? Also ich überspitze es bewusst etwas. Wenn man sich jetzt überlegt, was künftig möglicherweise auf uns zukommt, insbesondere wenn man sich darauf einstellt, dass Plattformen hier in Europa und in Deutschland aktiv werden, die vielleicht nicht mehr aus der westlichen Wertegemeinschaft kommen, dann muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass man sich die Grundfrage stellen muss, bestimmen am Ende große, ganz starke Plattformmarktbetreiber die Regeln oder gibt es nach wie vor den Primat der Politik, der Gesetzgebung? Und es ist wie überall im Leben, die Aufgaben des Gesetzgebers ist es am Ende, die Leitplanken für Rahmen und Gesetze zu schaffen. Und deswegen ist es so komisch, wenn einige so tun, als gehe es am Ende um die Frage, ob das Internet ein freier Raum sei oder bleiben dürfe oder könne. Und das Internet ist genauso viel und so wenig frei wie natürlich die Offline-Welt. Und es muss, ich will es ausdrücklich sagen, Rechte geben, es muss Regeln geben und ja, es muss auch Beschränkungen geben zum Schutz von Rechten Dritter. Und gerade in Richtung Kreativbranche oder auch in Richtung Verlage und Medien muss man auch sagen, wenn wir sehen, dass im Grunde alle darum ringen, dass Geschäftsmodelle künftig neu gestaltet werden, dann geht es auch darum, dass momentan einige der Spielregeln, wenn man sich es global anschaut, nicht stimmen. Und die Zukunft der Ökonomie kann ja nicht sein, dass die Regeln allein von ein paar ganz wenigen großen Konzernen bestimmt werden, sondern gerade uns in Europa geht es ja darum, dass der Wettbewerbsgedanke auch eine Rolle spielt. Und deswegen ist es dem Grunde nach auch richtig, wie wir hier in den letzten, man muss sagen, Jahren und jetzt zuletzt in den letzten Wochen auch in Europa das Thema angegangen hat. Ich sage aber auch ganz klar, kommunikativ, inhaltlich, niveaumäßig und in der Haltung gegenüber denen, die sich kritisch geäußert haben und sich auch zum Protest zusammengefunden haben, waren die letzten Wochen beileibe kein Ruhmesblatt für europäische Politik. Bei aller Schärfe und Hysterie darf man aber eben auch nicht vergessen, dass bereits große Fortschritte bei einer weiteren Harmonisierung des EU-Binnenmarktes nämlich erzielt wurden. Zum Beispiel beim Leistungsschutzrecht für Verleger und im Urhebervertragsrecht. Und diese positive Grundstimmung und Besonnenheit empfehle ich am Ende auch für die kommende Frage der Umsetzung in nationales Recht. Und natürlich darf kein Overblocking die Zugänge unangemessen erschweren. Das will auch niemand. So verstehe ich jedenfalls auch gerade den Vorschlag aus meiner Fraktion, also der CDU-CSU, die sich hier in die Debatte auch eingebracht haben. Es gilt also in den nächsten Jahren, 2 Jahre haben wir Zeit, die
Spielräume der europäischen Richtlinie zu analysieren und am Ende auch nationalstaatlich bei uns zu nutzen. Neben der Flankierung des Geschäfts durch einen klaren Rechtsrahmen gibt es aus meiner Sicht aber auch noch weitere und auch große Chancen für Ihre Branche. Wie sieht, wenn man sich das anschaut, der aktuelle Gesamteindruck aus? Also die Umsatzzahlen sind sicherlich heute schon mal gefallen, waren mit 1,6 Milliarden Euro erfreulich, aber es war ein leicht rückläufige Umsatzzahlen, nämlich mit 0,4% weniger als noch in 2017. Das heißt, es ist noch nicht so ganz klar, wo die Reise künftig auch wirtschaftlich hingeht, weil das Konsumverhalten der Nutzer eben zurzeit erheblichen Veränderungen unterliegt. Und weil es auch unterschiedliche Interessenlagen in der Musikwirtschaft gibt zwischen den Vertretern, zwischen den Verwertern und Rechteinhabern sowie Recorded Music und Live-Veranstaltern. Und deshalb enthalten die aufstrebenden Bereiche durchaus auch Chancen, die man sich anschauen muss. Ich habe es vielleicht schon anklingen lassen, vielleicht auch heute in Ihren Gesprächen und Vorträgen, Stichpunkt Live-Konzepte, Konvergenz der Medien, künstliche Intelligenz, vielleicht nur als Schlagworte. Und die Politik möchte Sie ermuntern, genau diese Marktpotenziale sich natürlich auch anzuschauen und weiter zu erschließen. Denn die Kreativwirtschaft ist ja gerade der Innovationstreiber auch für viele andere Wirtschaftszweige. Ihre Ideen, Dienstleistungen und Produkte bieten oft die Grundlage für Innovation auch in anderen Branchen. Häufig sind Sie gerade die Vorreiter für unsere gesamte Volkswirtschaft. Und Sie tragen mit Ihrer Kreativität dazu bei, Produkten einzigartige Differenzierungsmerkmale zu verschaffen, die Sie im Wettbewerb am Ende auch auszeichnen. Nutzen Sie also die Möglichkeiten, wie zum Beispiel auf der South by Southwest in Austin, sich international und auch branchenübergreifend zu vernetzen, neuesten Trend zu erkennen. Wir als Bundeswirtschaftsministerium sind unter anderem auch deswegen seit 10 Jahren mit dem German House unterstützend dort vor Ort tätig und für den gelungenen Auftritt auch in diesem Jahr ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement. Dort in dem Bereich sieht man, dass der transatlantische Austausch noch funktioniert, also jedenfalls in der Musikbranche funktioniert das noch. Und über das Markterschließungsprogramm unseres Hauses fand in diesem Jahr etwa auch eine Reise nach New York statt, um sich mit dem Thema Live-Konzept in der Musikwirtschaft zu beschäftigen. Im September gibt es eine Informationsreise für Unternehmen aus den USA, unter anderem zum Reeperbahn-Festival. Auch das ist eine Gelegenheit für deutsche Unternehmen, Kontakte zu knüpfen und sich vielleicht auch über den eigenen Tellerrand hinaus mal zu orientieren. Aber auch inhaltlich ist es vielleicht notwendig und sinnvoll, sich über die eigenen Grenzen hinweg zu orientieren und darüber hinaus zu denken, wenn man sich etwa anschaut, dass wir mit unserer Initiative Kultur und Kreativwirtschaft eine Plattform schaffen, die gerade auch den technischen Herausforderungen sich stellt und schaut, welche Chancen sich dort bieten. Im März fand dazu in unserem Kompetenzzentrum ein Innovationscamp statt zum Thema Gestaltungsmaschine, künstliche Intelligenz trifft Kultur- und Kreativwirtschaft. Also auch hier wurden sehr erfolgreiche Potenziale zwischen künstlicher Intelligenz und Kultur- und Kreativwirtschaft erfahrbar gemacht. Wir laden ein, nutzen Sie solche Formate, nutzen Sie auch die Gelegenheit zum interdisziplinären Austausch, etwa im Bereich der Designwirtschaft oder auch mit ganz klassischen Industriebranchen wie der Automobilwirtschaft, der Automobilindustrie, um sich gegenseitig mit Ideen voranzubringen. Die Bundesregierung bietet dazu mit dem Kreativgipfel eine aus unserer Sicht gute Plattform. Machen Sie mit, seien Sie auch weiter ein innovatives Vorbild für andere Branchen und andere Wirtschaftszweige. Und dann bin ich zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingen kann und wird, Deutschland weiter voranzubringen, wenn wir die innovative Kraft der Kreativwirtschaft mit den Chancen neuer Trends und auch Technologien verbinden. Alles Gute Ihnen dabei. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus